Diese Folge Alles Mögliche Falls bietet nicht nur eine Top-Besetzung, sondern auch die wahre, faktische Antwort auf viele Fragen des Alltags. Bis gleich. Alles Mögliche. Sage dich. Alles Mögliche Falls. In dieser Folge treffen aufeinander Florentin Will, Lars-Erik Paulsen und Fabian Kahn. Let's get ready. Schön. Hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Alles Mögliche Falls mit absoluten Top-Besetzung. Das zweite Mal bei uns im Ring. Ich freue mich. Lass euch Pause. Hallo, es wird spannend heute. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, danke für die Einladung. Ja. Und Fabian Kahn ist auch mit dabei. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du bist das allererste Mal heute dabei. Ja. Ich hoffe, du hast gute Antworten mitgebracht. Wir haben tolle Fragen, aber ihr könnt natürlich auch immer mitdiskutieren unter dem Hashtag AMF für alles Mögliche. Freiz wollen wir eure Antworten hören und was ihr so geantwortet hättet und was ihr denkt zu den Antworten, die wir geben. Schwierige Runde, oder? Was sagt ihr? Schwierige Runde. Ich komme auch mit einem unguten Gefühl rein. Ich muss ehrlich sagen, als ich zuerst mal gehört habe, okay, Kahne, Florentin und Lars. Da habe ich gedacht, das können wir nicht machen. Nee, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Und dann dachte ich, naja, gut, dann wird ja unterhaltsam. Weil man muss dazu sagen, wenn hier keine Kameras auf uns gerichtet sind und wir nicht entertainen sollen, streiten wir ohne Pause. Also, Fabian und ich diskutieren eigentlich den ganzen Tag, wenn wir uns sehen. Und wir drei in der Kombination, das kann schon sehr heikel werden. Heute. Ich glaube, das ist auch so. Ich glaube, ihr kennt euch sehr gut. Ihr kennt die Moves, ihr kennt schon, okay, jetzt wird der das sagen. Ich bin da eher so ein bisschen das dritte Rad am Wagen. Ah. Und stecht da so ein bisschen rein. Schön. Wir sind Den Ast in die Speichen. Wir sind aber immer sehr harmonisch, glaube ich. Also von daher. Naja, ich würde Folgendes sagen. Du hast mit mir eine Show, die heißt Verflixe Klicks. Ja. Du hast mit Kahn eine Show, die heißt hier U-Bahn fahren. Mini-Metro. Und das heißt, du bist eigentlich derjenige, der seine Gegner sehr gut kennt. Ja, und Kahn und ich vor der Kamera selten eigentlich. Allerdings. Aber ich weiß noch, wie wir damals im Seriously-Redaktionsraum uns gefetzt haben über die politischen Themen, die da ausdiskutiert worden sind. Von daher, ich würde sagen, wir verlieren gar keine weitere Zeit, sondern steigen direkt ein. Ihr kennt natürlich das Format. Wir werden drei Fragen beantworten und eine Pitchfrage. Jede Frage gibt einen Punkt, wenn man gewinnt. Gewinnt tut man, indem man euch überzeugt. Das Publikum, das Volk, das draußen vor den Türen wartet und an den Toren rüttelt und seine Meinung kundtun möchte. Das könnt ihr tun durch eine Umfrage, die dann eingeblendet wird, wenn es Zeit ist, dass ihr euch entscheidet. Ihr seid natürlich objektiv, ihr seid natürlich unvorbelastet. Ihr sollt euch natürlich nicht nur die Antwort anhören, sondern auch, wie wir darüber argumentieren. Und wenn der andere ein Gegenargument hat, dann könnt ihr wirklich schon mal sagen, ja, das stimmt. So habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Der hat mich wirklich umgestimmt. Und erst am Ende der Diskussion, wenn alles gesagt wurde, dann eure Meinung bilden und eure Stimme abgeben. Und dann gewinnt derjenige den Punkt, der ihn am meisten verdient hat. Wer am Ende die meisten Punkte hat, bekommt diese herrliche Trophäe kurz in die Hand gedrückt, muss sie dann wieder abgeben. Und der Pitch gibt 2 Punkte. Ich möchte gerne was sagen. Also ja. Einen kleinen Disclaimer vielleicht vorweg. Klar, das, was du gerade genannt hast, also wie man zu einer Entscheidung kommen kann, wer der Beste hier in der Runde ist, das ist ein guter Weg. Aber ich sage mal so, man kann natürlich auch ein bisschen persönliche Präferenzen mit einfließen lassen und vielleicht sich auch ein bisschen daran erinnern, so wer hier hat immer auf euch gehört, wenn es hieß, so mach doch mal das, Und ich glaube, da ist keiner von uns drei wirklich gut dabei. Ich glaube, bei persönlichen Präferenzen fallen wir alle drei durch. Ich glaube, das können wir nicht machen. Wo hast du denn jemals auf die Community gehört? Du lässt dich jetzt hier so als Mann des Volkes feiern. Sag mal, welche Projekte hast du denn umgesetzt? Hey, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich muss mich vor euch nicht rechtfertigen, die Community weiß, was sie an mir hat. Ich glaube, sie weiß wirklich, was sie an mir hat. Du regst mich noch vor deiner ersten Argumentation auf. Also ich mache mir Notizen, ich bin bereit für eure Session und lass uns fest. Aber wollen wir einen Pakt schließen, wir bleiben Freunde, oder? Egal, was wir heute sagen. Frage 3 ist ein Pulverfass, würde ich sagen. Danach können wir drüber reden. Wir fangen erstmal an, Frage Nummer 1, locker. Wir sind natürlich ein tagesaktuelles Format. Hier kriegt ihr nicht nur die Antworten auf Alltagsfragen, sondern auch News aus aller Welt. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ja, der Weltraum wurde erneut erobert, aber nicht von Wissenschaftlern, sondern von einem sehr reichen Menschen. Jeff Bezos ist privat in den Weltraum geflogen, hat sich's nicht nehmen lassen und ist einfach mal in den Weltraum geflogen. Hat natürlich große Schlagzeilen hervorgerufen. Und wir haben uns dabei die Frage gestellt, Moment mal, wer sollte denn eigentlich in den Weltraum fliegen? Sollte einfach jeder dahergelaufene reiche Mensch in den Weltraum fliegen können? Nein, wer sollte es denn machen? Und zwar, welcher Promi wäre der beste Botschafter für die Erde? Sprich, man fliegt in den Weltraum und sollte man dort, kann ja passieren, kann ja jederzeit passieren, auf Aliens treffen.
Von wem würden wir sagen, da würden wir uns gut fühlen, wenn diese Person uns vor Aliens, vor dem intergalaktischen Rat, vor dem intergalaktischen kosmischen Gremium die Erde vertreten würde? Wo würden wir sagen, oh Gott, nicht der Typ, sondern da würden wir sagen, ja, das gehört sich so, das ist gut. Das ist die erste Frage. Wer beginnt? Ich beginne mit der ersten Antwort. Und das Problem ist ja, die Frage ist ja in gewisser Weise ein Paradoxon in sich. Weil Promis sind ja oft Menschen, die leben nicht mehr in der normalen Welt. Die haben ja mit der tatsächlichen Erde, mit dem, was unsere herrliche Erde ausmacht, gar nichts mehr zu tun. Die leben in einer eigenen Welt. Deswegen habe ich überlegt, wer ist ein Mensch einerseits des Volkes, aber auch wer ist ein Mensch, der die Kulturen kennt, der die verschiedenen Kulturen kennt, der viel gereist ist, der die Welt kennt, der wirklich die vielseitige und diverse Erde wirklich repräsentieren könnte und auch kennt. Vor allem, wer ist jemand, der rhetorisch geschult ist, der sich nicht irgendwie verplappert und plötzlich irgendwie einen Krieg auslöst, der irgendwie unbedrohlich wirkt und vor allem auch jemand, der ja nicht überheblich wirkt, sondern auch von der Welt akzeptiert wird als jemand, der die Erde vertreten könnte. Und da ist mir eigentlich langfristig nur einer eingefallen, und zwar Lars Paulsen. Lars Paulsen ist ein Mensch, der rhetorisch geschult ist, er hat eine Moderationsausbildung durchlaufen und kann somit eigentlich jeden in den Finger wickeln. Dadurch, dass viele Menschen ihn, würde ich sagen, vielleicht gar nicht unbedingt so genau kennen, ist er auch niemand, wo Leute dagegen sein würden. Ja, stellt euch vor, Jeff Bezos ist ja deswegen so ein bisschen in die Kritik geraten. Viele Leute kennen ihn, viele Leute mögen ihn nicht. Und die Aliens müssen natürlich auch sehen, Moment mal, die Erde steht hinter dem. Und deswegen glaube ich, ist Lars Erik Paulsen jemand, wo ihr da sagt, wer? Wo niemand wirklich negative Gefühle zu ihm hat und deswegen perfekt die Erde vertreten könnte. Meine Wahl für den Erstkontakt mit außerirdischem Leben. Lass Erik Pausen. Ich mach gleich weiter. Vielen Dank, Florentin. Ich habe mir die Frage gestellt, wir fliegen ins All, wir treffen auf fremdes Leben. Und das Wichtigste dabei ist natürlich Verhandlungsgeschick, souveränes Auftreten, aber auch nicht zu provokantes Auftreten. Weil man möchte ja die Menschen da draußen oder die Menschen, oder was auch immer das ist, ja, übernatürliche Wesen. Man möchte sie auch nicht verschrecken. Man braucht Leute, die, ich sag mal, Werbung für uns machen, dass man uns ja auch nicht feindlich angreift, sondern dass man uns wohlgesonnen ist. Deswegen braucht es eine neutrale Person. Es braucht eine Person, die vielleicht nicht zu mächtiges Auftreten hat. Es braucht eine Person, wie du eben auch schon gesagt hast, die Kulturen kennt. Es braucht jemand, der in verschiedene Rollen schlüpfen kann, der vielleicht auch in so einem Gespräch was auflockern kann, vielleicht durch so eine kleine Gesangseinlage. Es braucht DJ Bobo. Na klar, wir schicken DJ Bobo ins All und der trifft auf diese Aliens und weiß natürlich, wie man mit diesen und weiß natürlich. Das ist für dich ein friedlicher Botschaft. Naja, das ist ja auch ein schlechtes Bild. Angriff. Das ist jetzt auch ein bisschen Framing. Dunkler Zauberer. Da will mich, ein böser Hexenmeister. Da will mich die Regie aber jetzt auch ein bisschen mich ein bisschen trollen. Nein, DJ Bobo ist erstens sehr klein. Also das heißt, er ist sehr klein. Und das heißt, er wird auch niemanden mit seinem zu großen Auftreten erschrecken, sondern er ist ein ganz kleiner Mensch. Niemand wird sagen, oh, der ist aber riesig, vor dem habe ich Angst. Also der wird niemand angreifen. Und, das ist ein verdammt gutes Argument. Ey. Und und er kann halt unfassbar gut singen. Er kann in verschiedene Rollen reinschlüpfen. Was genau, das kommen wir gleich noch zu. DJ Bobo. Okay, lass ich. So. Ach, Leute. Es ist traurig. Aber man sieht, wir sind zur gleichen Schule gegangen. Denn ich habe mich für den Promi Florentin Will. Ich habe gedacht, ich will extra als Letzter kommen, damit ich mit dieser Geheimwaffe hier trumpfen kann. Und dann ist gleich der erste Pitch Florentin. Lars Pauls. Also, Florentin, ich habe. Für mich ist Florentin Will natürlich der beste Botschafter. Ihr werdet erstmal sagen: Moment, Florentin ist doch eine weltfremde Person. Aber wer ist weltfremder als Aliens? Insofern passt das schon mal sehr gut. Florentin macht oder ist eigentlich schon seitdem er 5 Jahre alt ist in diversen Podcast-Charts vertreten. Das heißt, wenn das dieser Mensch eine Sache kann, dann ist das Reden. Der Mann kann reden, der Mann kann argumentieren. Wir haben das hier in diesem Show-Format schon regelmäßig gesehen, ob jetzt alles Mögliche oder Filmfights. Der Typ kann einfach wahnsinnig gut argumentieren. Der kann dir einfach die komplette Scheiße verkaufen. Der kann dir ein 5-Cent-Stück für 5 Euro verkaufen und du machst es sofort, weil er das einfach in jahrzehntelanger Podcast-Erfahrung gelernt hat. Er ist eloquent, er ist kreativ, er ist auch lustig, kann vielleicht den ein oder anderen Alien mal
zum Lachen bringen an der Stelle. Und wenn die Aliens sagen würden, ey, ich will jetzt die Menschheit übrigens versklaven, das ist ja so ein klassischer Satz, den Aliens bringen, dann würde Florentin Will so lange auf sie einreden, dass sie irgendwann auch genervt nach Hause fahren und sagen, komm, das lohnt sich doch nicht, das bringt doch nichts. Und wir brauchen keinen Menschen da draußen im All, der wirklich, ihr habt viel gesagt in Richtung, der viel weiß und viel rumgekommen ist und so. Nein, das brauchen wir nicht, denn es gibt keinen Menschen, der alles kann und alles weiß auf der von der Menschheit. Dafür ist die Menschheit zu divers und unsere Erfindung. Wir brauchen einen, der Dinge behaupten kann und nicht unbedingt weiß. Das heißt, wenn die Aliens irgendwelche naturwissenschaftlichen Fragen zur Erde stellen, Florentin weiß natürlich das wenigste davon und hat aber die Fähigkeit, dann trotzdem eine Antwort zu bringen. Die meisten Wissenschaftler, die wir hochschicken würden, würden sagen, das ist nicht mein Gebiet. Florentin sagt, klar kann ich das erklären, erzählt kompletten Stuss, aber die Aliens gehen zufrieden nach Hause, weil sie ihm natürlich glauben werden. Deswegen ist für mich Florentin Will der richtige Botschafter im All. Gut, das heißt, unsere drei Antworten belaufen sich auf Lars-Erik Pausen, Florentin Will und DJ Bobo. Das sind unsere drei Kandidaten. Das ist die Besetzung des Cast für nächstes Mal, alles mögliche, falls. Wir beide und DJ Bobo. Wenn er es auch gut. Lars, natürlich eine fantastische Antwort. Scheiße. Florentin, ey. Ganz kurz, können wir uns ganz kurz mal drauf einigen, weil wir müssen ja jetzt gegen euch als Person. Ich muss ja gegen euch als Person argumentieren. Handschuhe ab. Weil die Sache ist nämlich die, Lars Pausen hat natürlich eine fantastische Antwort gewählt. Das Problem ist, ich habe da keinen Bock drauf. Ich reise nicht gerne, ich bleib lieber zu Hause in der Badewanne und vor allem, was du auch nicht bedacht hast, Lars-Erik Pausen ist ein viel besserer Pick, denn, das wissen vielleicht manche von euch noch gar nicht, Lars war schon mal im Weltraum. Lars-Erik Pausen hat Weltraumerfahrung. Ich glaube, wir können hier ein paar exklusive Bilder sehen, wie Lars-Erik Pausen bereits den Weltraum dominiert hat. Das heißt, er hat Erfahrung mit Raumfahrt, er weiß, wie es abläuft. Er war hier schon mal unterwegs. Als Lars-Erik Pausen in Space war er schon unterwegs und hat hier schon die ersten Erfahrungen gesammelt, die man braucht als erfolgreicher. Da war er schon unterwegs. Von daher, er ist einfach im Weltraum zu Hause. Das heißt, er hat auch was, mit denen er über das mit den Aliens sprechen kann. Er kennt sich einfach gut aus. Er kennt verschiedene. Okay, hier kann man wegmachen. Das heißt, er kennt sich einfach gut aus. Ja. Und vor allem, das Tolle ist wirklich, du kennst die Erde, du bist Geogesser, du kennst die Aliens zeigen irgendwo auf dem Globus, was ist das hier? Ja, das North Dakota, da blühen diese Blumen und so. Du kennst sie einfach gut aus, du kannst dich repräsentieren. Deswegen lass ihr die Pause. Kurz darauf möchte ich sagen, es ist ja schön und gut, wenn ihr mich ins Weltall schickt. Ich kann euch aber versprechen, ich würde nicht wieder nach Hause finden. Denn mein Orientierungssinn ist unter aller Sau. Ich verlaufe mich regelmäßig zur Arbeit. Wie soll ich es jemals aus dem Weltall wieder nach Hause schaffen? Ich bin da gänzlich ungeeignet für. Florentin Will ist, wie ich schon gesagt habe, ein guter... Nein, du kannst nicht für meinen Orientierungssinn argumentieren. Nein, das will ich gerade gar nicht sagen, nee, sondern ganz umgekehrt. Alle Argumente, die Florentin jetzt gegen sich bringt, wenn ihr dann sagt, ja, eigentlich hat er recht. Ja, das habe ich ja gesagt. Genau das kann er. Er kann euch überzeugen. Okay. Alles, was er jetzt sagt und ihr sagt, das ist überzeugend, macht nur meine Argumentation stärker. Verdammt. Ist stark. Ganz kurz. Lars-Erik Pausen sehe ich nicht als Vertreter unserer Menschheit da draußen. Erstens ist er viel zu groß. Es ist ein Hühne. Der Typ ist ein Hühne und sorgt natürlich dafür, dass er die Aliens komplett erschreckt. Das ist ja wirklich, das ist ja Angriff vorprogrammiert. Furchtbar. Also eigentlich kommst du da an und die Leute denken, okay, was will der von uns? Ja. Ich bin auch zu gutgläubig und würde mich sofort in die Jungs verlieben und würde sagen, ey, komm, lass mal ein Bier trinken und dann würden die mich. Genau. Ganze Menschheit. Das Problem mit Lars-Erik Pausen ist natürlich auch nicht ganz sauber. Einfach so als Mensch. Also wir können. Aber das kann ein Vorteil sein. Wir wissen nicht, welche widerlichen Schleimmonster dort oben auf uns warten. Und ich glaube, Lars-Erik Pausen hat da einen Stein im Brett, der einfach sagen kann, ich bin von der Körpergene auf eurem Niveau. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Also, Fabian, du hast jetzt schon mehrfach angesprochen, die Körpergröße. Ja, ist wichtig. Sagen, du hast doch keine Ahnung, wie groß so ein Alien ist. Vielleicht sind die Aliens 10 Zentimeter groß. Und DJ Bobo ist riesig. DJ Bobo ist sehr klein. Fact-Checker? Wie groß? Wir haben kein. Ja, aber zeig mal, wie groß ist DJ Bobo? So. Ach, Quatsch. Ja, und jetzt stell da mal einen 20 cm Alien daneben. Doch, DJ Bobo ist so groß. Der ist ja klein. Nein, DJ Bobo ist nicht so groß. Der ist klein. Aber nicht so groß. Also nochmal. Also, ganz kurz, Leute. Ja, da kannst du auch sagen, du schickst ein Kind ins All, weil Kinder auch groß sind. Niemand auf der Welt, um jetzt auch mal hier, ihr macht wirklich nur Quatschargumente. Niemand auf der Welt hat sich so intensiv mit allen Kulturen dieser Welt auseinandergesetzt wie DJ Bobo. Das ist bewiesen anhand all seiner. Hör mir zu. Fact 173. Ja. Fact gecheckt. Ja. 1,30.
Das ist. Das oh, ist, das ist ein Riese. Viel zu groß für die Aliens. Nein. DJ Bo, kein Mensch der Welt hat sich so intensiv mit allen Epochen und allen Zeiten dieser Welt beschäftigt wie DJ Bobo. Das ist bewiesen. Ich habe all seine Tourneepläne mir durchgeguckt. Und es ist anhand bewiesen an seiner Caribbean of the Seas Tournee, an seiner Neandertaler Tournee, an seiner altes Ägypten Tournee, all seine großen Tourneen. Tourt er eigentlich 2021? Der tourt noch. Und der hat sich mit allen Völkern, der hat sich mit allen Epochen auseinandergesetzt. Mal, dieser Mensch ist ein absoluter Menschenexperte, Weltexperte, dieser Mann ist von Welt. Wenn jemand weiß, wie die Menschen ticken, woher sie kommen, was sie ausmacht, dann ist es DJ Bobo. Und DJ Bobo, stopp! DJ Bobo? Woher kommt DJ Bobo? Aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Was bedeutet was? Neutral. Oh, neutral. Gut. Ja. So, DJ Bobo kommt von neutralen Boden. Recht. Das heißt, er lässt sich auch nicht vereinnahmen von diversen Interessen, weil wir, wenn wir wissen, okay, wir schicken einen ins All als Botschafter der Erde, dann wissen wir natürlich, dann kommen die Leute auf euch zu. Dann kommt so ein Lars-Erik Pausen und dann kommt da ja auch mal so ein, keine Ahnung was, ein Etienne Gade und steckt dir so ein Huni zu. Und dann sollst du dann mal nachfragen, ob es da oben auch gutes WLAN gibt oder so. Nee, DJ Bobo ist neutral. Aber DJ Bobo, muss man auch ganz ehrlich sagen, 53 Jahre alt? Nicht mehr der Jüngste. Die Frage ist, überlebt er überhaupt die Reise? Das kann sein, dass das eine 50 Jahre Reise ist, irgendwo bis zum intergalaktischen Gerichtshof. Stimmt, du bist noch mal ein paar Jahre jünger als ich, ne? Wohingegen Lars-Erik Pausen ist dann in seinen besten Jahren. Noch mal ein bisschen jünger bist du. Also, Krane, ich gebe dir vielleicht recht. Du hast gut recherchiert. Der wird viel rumgereist sein, auf irgendwelchen Tourneen und auf irgendwelchen Bühnen der Welt stand er vielleicht schon. Aber das mit den Epochen ist falsch, denn er kennt sich genau mit einer Epoche aus, und zwar den 90ern. Und er kennt sich mit allen Menschen in den 90ern. Der Typ ist komplett hängen geblieben, was die Zeit angeht, was sein Style angeht. Bitte, was? Schau dir die Fernsehsendung an, wo er hier Sing My Song macht. Jeder Song klingt wie Anura Song singt. Ganz kurz. Der Typ ist so ein Fleek. Ja, und jeder Song klingt genauso, als wäre in den 90ern. Das ist auch wunderschön, das ist sein Ding. Aber die Menschheit hat sich weiterentwickelt und das ist nicht der richtige Ansprechpartner, der immer noch in den 90ern lebt. Sorry. Richtiger Punkt. DJ Bobo ist eine Kultikone aus den 90ern und damit wahrscheinlich den Aliens eher unbekannt. Das ist das Problem, weil das Problem ist, das Licht reißt ja mit einer gewissen Geschwindigkeit. Das heißt, wenn die Aliens jetzt auf die Erde schauen, dann sehen die irgendwie das Mittelalter. Das heißt, die können mit DJ Bobo noch gar nichts anfangen. Wenn der dann auf sie zukommt und sagt, wer hat's erfunden? Oder keine Ahnung, was der für ein Catchphrase hat, keine Ahnung. Das heißt, DJ Bobo kennt sich mit dem Mittelalter aus. Der hatte schon eine Mittelalter-Tournee. Quatsch, Lars-Erik Pausen ist zeitlos. Lars-Erik Pausen hat seine Epoche noch nicht wirklich gefunden. Das heißt, er ist aber noch nicht limitiert. Das heißt, er ist zeitlos. Das heißt, vielleicht erkundet er noch seine Möglichkeiten in der Zukunft und wird dann zu einer großen Legende. Auch das Epochenargument finde ich ein wunderschönes Argument für dich. Man sieht dich regelmäßig in Mittelalter-Outfits, diversen Sketchen und Filmen. Also du könntest auch ein Foto zeigen. Dann würden sie sagen, ah ja, den kenne ich, sowas kenne ich, das ist mir geläufig. Und ich möchte noch zum Schluss sagen, dass DJ Bobo ja einen Signature-Move hat. Und das ist ein Salto. Oder ein Flickflick, eins von beiden. Und das wird er auch den Aliens vorführen wollen. Ja, klar, das kennt man so. DJ Bobo macht gerne Flickflacks. Und das wird eindeutig als Aggression erkannt von DJ den Aliens. Und es wird sofort die Menschheit ausgelöscht, weil DJ Bobo und Salto nochmal rückwärts machen. Wohingegen dein Signature-Move eher als freundlich anerkannt wird. Wir alle wissen, dass die Kommunikation, dass alles leichter wird. Durch was? Liebe. Singen, so. Gesungen ist alles leichter, besser, schöner. Hast voller. Du die gesungene Podcast-Folge von Florentin gehört? Keine Ahnung. Hast du gerade noch gesagt, dass du die klasse fandst? Also, DJ Bobo. Nein, ich möchte noch mal eine Sache sagen. Das ist zu albern. Nein, DJ Bobo, was ist das für eine Antwort? Das ist keine Argumentation. Was ist das für eine Antwort? Was ist das für eine Argumentation? Florentin, ganz kurz, du kannst mir kaum in die Augen schauen, wenn wir miteinander reden. Du hast keine. Wie willst du die Menschheit repräsentieren? Nein, das Problem ist, DJ Bobo ist ein seit Jahrzehnten erfolgreicher und reicher Künstler. Du hast keinen Bock auf andere Lebewesen. DJ Bobo ist seit Jahren erfolgreich und reich. Das heißt, er ist völlig abgehoben. Das heißt, er weiß überhaupt nicht, was in der Welt überhaupt vor sich geht. DJ Bobo ist ein Mann des Volkes. Bock hätte, 30 Jahre in einer kleinen Kapsel zu sitzen. Das kriegst du doch gar nicht hin. Der braucht 100 Assistenten, der ist völlig entfremdet. Der hat überhaupt keine Ahnung davon. Den kriegst du erst nicht dazu. Der ist einfach viel zu groß mittlerweile. Wohingegen Lars-Erik Pausen... Der braucht nicht viel. Der braucht einen kleinen Raum und irgendwie eine warme Mahlzeit am Tag. So ein Astronautenleben ist knallhart. So eine Diva wie Bobo kriegst du dann nicht. Lars-Erik Pausen ist die ganze Zeit auf Partys. Der Typ ist lebt auf Partys. Und wenn du den erstmal 30 Jahre in eine Kapsel sperrst, das funktioniert nicht. Dann überlebt er nicht. Das schafft er nicht. Der Typ braucht Menschen um sich. Der braucht Leben. Der braucht Humus. Der braucht Cola.
und so weiter und so fort. Und das alles hat er nicht. Ja, und deswegen 30 Jahre in der Kapsel geht nicht. Du hingegen könntest 30 Jahre in der Kapsel. Das stimmt. Aber wenn du dann da bist, hast du ein gottverdammtes Scheißproblem, weil dann musst du dich auf einmal mit anderen Leuten auseinandersetzen. Ja. Und darauf hast du keinen Bock. Richtig. Damit fallt ihr beide raus. Das macht dann aber trotzdem. Gut, wir haben alle Argumente gehört. Jetzt ist es in der Zeit für euch, eure Wahl zu treffen. Tut uns leid, dass dieses Kandidatenfeld ein bisschen ja, suboptimal ist, aber tatsächlich einer von uns drei wird mit den Aliens kommunizieren müssen. Also Lars, meine Wenigkeit oder DJ Bobo. DJ Bobo. Wir haben ihn, glaube ich, in der Leitung. Unsere Redakteurin telefoniert gerade noch mit ihm. Ob er und er kommt, wissen wir nicht. Jetzt ist die Umfrage auf jeden Fall offen. Ausrufezeichen AMF, glaube ich. Ausrufezeichen AMF. Wir sehen es gleich. Und dann natürlich die überlegt euch, was habt ihr gehört? Wem würdet ihr wirklich zutrauen, dieses ehrenvolle Amt zu übernehmen? Ihr seht ihr es. Ausrufezeichen AMF, Leerzeichen Lars, Bobo oder... Jetzt ist es natürlich schwierig hier gerade, ne? Das ist jetzt natürlich für euch da draußen sehr schwer. Ja. Also Moment, Lars ist von Florentin und Florentin ist von Lars. Nein, es geht um die Antwort. Ja, ja, es geht um die Antwort. Also was welche Antwort? Nicht wessen Antwort, sondern was ist die Antwort? Ja, dann stand es falsch da. Nee, da stand Bobo. Nee, aber Lars stand da. Ja, aber wenn du Lars willst, dass die Antwort all Lars... Soll, ja. Wenn ihr wieso machen wir nicht einfach? Wenn ihr meine Antwort wollt, dann schreibt AMF Lars. Wenn ihr die Antwort von Lars wollt, schreibt Ausrufezeichen AMF Florentin. Und wenn euch das alles verwirrt, dann macht einfach Bobo. Guck mal, Lars, da müsste Fabian stehen und ich DJ Bobo, wenn du das so ist, wie du es gerade denkst. Ja, genau, das ist Quatsch. Welche Antwort wollt ihr? Ja, wer soll ins All fliegen? Lars, Bobo, Florentin. Wir schauen mal ganz kurz auf Twitter, was ihr sonst noch geantwortet habt unter dem Hashtag AMF oder alles mögliche Fights AMF. Hat Tabea geantwortet, ins Weltall soll natürlich Harald Lesch. Habe ich tatsächlich auch lange überlegt, Harald Lesch, aber auch jedes Problem. Natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen, wird den Raumflug wahrscheinlich nicht überleben. Und ich glaube, Lars ist einfach der Bessere. Ich bin gespannt, was die Leute sagen, um ganz ehrlich zu sein. Die Zeit der Argumente war eigentlich vorbei, deswegen finde ich es ein bisschen fies, dass du jetzt nochmal was hinterhergeworfen hast. Es geht um Tabea hat gesagt, Harald Lesch. Ja, aber was hast du denn zuletzt noch Tabea gesagt? Was war der letzte Antworten, Satz? Gekommen. Nutzt gerne Ausrufe, Hashtag AMF. Hashtag. Ja, das war doch eine schöne erste Runde, oder? Oh, gut. Es war tatsächlich, muss man jetzt tatsächlich sagen, ist nicht abgesprochen, in keinster Weise. Ja. Wir hatten beide gleichzeitig dieselbe Idee. Ja, vor allem, und ich habe noch bestanden drauf, als letztes zu kommen, damit ich damit pushen kann. Und jetzt habe ich natürlich den größten Fehler gemacht als letztes, weil das ist super lame, jetzt schon kalter Kaffee gewesen nach dir. Du bist all in gegangen und hast verloren. Manchmal geht das so, genau wie Fabian mit DJ Bobo. Ich bin auch all in gegangen. Aber argumentativ muss ich sagen, habe ich ja so ein Perpetuum mobile, passt in dem Fall nicht, aber einfach geschaffen, weil wenn die Leute wirklich denken, du hast besser argumentiert, dann habe einfach ich recht mit meiner Argumentation. Ja, wenn man voraussetzt, dass argumentieren können die wichtigste Fähigkeit eines Erdenbotschafters ist. Und das ist ja höchst debattiert. Nee, also ich finde das mit Harald Lesch und so, ich finde das problematisch, wenn du sagst, du schickst da einen hoch, der sich in einem Gebiet gut auskennt. Und du wirst keinen finden, der sich überall gut auskennt. Eben, was ist, wenn die Bock auf Jazz haben? Dann ist Harald Lesch aufgeschmissen. Aber DJ Bobo wäre dabei. Ich habe dich gehört. Ja, ich habe dich gehört mit deinem Keyboard in deinem Zimmer damals. Ich weiß, was du... Ich weiß, was du... Free Jazz. So, haben wir eine Antwort auf diese wichtige Frage, Leute, welcher Promi als nächstes ins Weltraum fliegen soll, um den Aliens die Hand und oder Tentakel zu reichen? Die Antwort der Community, wie ihr abgestimmt habt im Chat, lacht yes! der DJ Bobo DJ. Mit 100%. Yes! Küsse gehen raus an euch. Also das habe ich nicht gesehen. Ich habe Argumente gebracht. Du hast gesagt, DJ Bobo ist klein. Er kommt aus der... ich muss das nicht wiederholen. Sehr gut gemacht. Glückwunsch. Okay. Muss man auch sagen, richtig gut gemacht. Wow, erste Runde, erstes Mal dabei, schon ein Pünktchen geholt. Stark. Hat die Führung geholt. Ich bin wirklich beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ich bin ernsthaft beeindruckt von deiner Leistung. Hier ist Frage Nummer 2. Runde Nummer 2. Nee, das muss schon korrekt sein. Noch sind wir ja auf der Erde, noch sind wir gefangen in diesem Gravitationsfeld, vor allem sind wir gefangen in unseren Fleischsäcken, die wir Körper schimpfen. Jeden Tag muss man diese Fleischnudeln mit sich rumtragen und dann muss man sich auch noch um die kümmern. Ach, irgendwelche Körperöffnungen, diese widerlichen Schwachsinn. Und deswegen fragen wir uns, was ist davon eigentlich das Schlimmste? Was ist die nervigste Körperpflege, Körperhygiene? Worauf hat man keinen Bock mehr? Welches Körperteil würde man am liebsten opfern, weil man keine Lust mehr hat, es sauber zu halten? Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Los geht's mit Lars. Ich fange an.
Wir sind erwachsene Männer und ich finde, ihr könnt euch mal ein bisschen zusammenreißen. Ich weiß, euch ist das Giggeln gerade schon auf den Lippen, aber bei mir geht es heute ums Abkoten und um das entsprechende Abwischen. Es geht darum, dass wenn du... Was kommt jetzt? Es geht um Arschabwischen. Ach so. Habt ihr es verstanden? Alles klar. Ist das Körperpflege? Warum ist Arschabwischen für mich die nervigste Körperpflege? Ich finde, dass wir Menschen in der Evolution, in der Menschheitsgeschichte schon relativ weit gekommen sind. Wir sind relativ zivilisiert unterwegs, aber bei einer Sache sind wir immer noch recht barbarisch. Wir fassen uns immer noch nach dem Koten mit der Hand in die Scheiße. Nur getrennt durch ein einlagiges, zweilagiges, wenn man sehr Glück hat, drei- oder vierlagiges Toilettenpapier und wischt sich dadurch so oft, mehrmals am Tag teilweise, den Hintern wund, dass es anfängt zu bluten, früher oder später kommen die Hämorrhoiden. Wir kennen das. Das ist nervig. Was natürlich auch noch nervt an speziell dieser Körperpflege, wenn ihr jetzt später über Schweiß sprecht, ja, es müffelt ein bisschen über, Pickel sprecht, nervt. Aber Scheiße stinkt eben einfach bestialisch. Das ist einfach eine Körperpflege, bei der man die ganze Zeit denkt, ist das wirklich jetzt eine Sache, die ich gerade in diesem Moment noch machen muss? In dieser heutigen Zeit fasse ich mir in den Po mehr oder weniger und wische es ab. Außerdem ist Scheiße, Kot gefährlich, es verursacht Krankheiten. Es ist nach wie vor weltweit eine große Gefahr für viele, was Cholera angeht und so weiter. Noch bis heute nicht gelöst ist die Scheiße und das richtige Abwaschen. Dazu kommt natürlich für Frauen, die eigentlich jedes Mal eine wahnsinnige Gefahr eingehen und schon beigebracht bekommen haben, in die richtige Richtung zu wischen, weil sie sich sonst Bakterien anderswo reinschieben, wo es nicht hingehört. Also es ist eigentlich nicht nur eine nervige Körperpflege, sondern eine täglich hochbrisant und gefährliche Körperpflege. Es ist außerdem eine wahnsinnige Zeitverschwendung. Klar, du sitzt auf der Toilette, kannst nebenbei lesen und so weiter. Ja, beim Koten, aber nicht beim Abwischen. Da ist reine Zeitverschwendung und kannst nichts mehr nebenbei machen. Es ist eine wahnsinnige Umweltverschmutzung. Die Kanalisation wird verstopft durch Papier und so weiter. Wahnsinnige Wasserverschwendung natürlich, weil man so viel braucht. Klar, es gibt in anderen Ländern Bidets, es wird anders gehandhabt. Aber das macht die Sache ja umso nerviger, weil wir eben sehen, es ginge auch anders. Aber hier ist es einfach schwer, sich ein Bidet zu installieren. Keiner hat den Platz, keiner hat die Skills, sich ein Bidet zu installieren. Diese ganzen portablen Bidets sind auch nicht das wirklich wahre und nicht zielführend. Insofern ist das für mich die nervigste Körperpflege. Ja, ich mach mal weiter. Ja. Darüber wird zu reden sein, lass den Pausen. Ich habe mir folgende Gedanken gemacht. Ich bin sehr egoistischer Mensch, oft. Deswegen bin ich auch bei dieser Antwort tatsächlich von mir selber ausgegangen. Und ich weiß, dass ich vielleicht einige Menschen da draußen mit dieser Antwort nicht identifizieren können. Dieses Risiko gehe ich aber ganz bewusst ein. Ich möchte ja auch, sage ich jetzt mal, selbstbewusst und mit anekdotischer Evidenz argumentieren. Deswegen bin ich ein Problem, was besonders mich betrifft. Und das ist die Bartrasur. Die Bartrasur ist das nervigste, ist die nervigste Körperpflege, weil sie mit Abstand den meisten Dreck macht, ja. Wir haben kleine Bartstoppel, die überall im Bart rumfliegen, die den Abfluss verstopfen. Dann ist man zu faul, das richtig wegzumachen. Dann ist das Problem nur verschoben. Dann irgendwann muss man da irgendwie so Rohrreiniger reingießen, weil der Abstoff durch die Haare verstopft ist. Dann das Problem, Haare gehen nicht weg. Ja, wenn du die Haare aus dem Abfluss rausmachst, ja, dann und sie in die, also ich weiß nicht, wie ihr das macht. Was hast du denn für lange Bartstoppeln? Dann machst du sie mit so einem Taschentuch raus und tust sie in die Toilette und dann spülst du ab, aber sind die Haare immer noch da, obwohl du nämlich eigentlich abgespült hast. Und dann erkennst du auch ganz viele Barthaare überhaupt nicht auf dem Boden. Das heißt, sie fliegen dann auch noch wochenlang rum und es ist einfach irgendwie ungeil, unsexy und macht überhaupt keinen Spaß, überall diese Bartstoppel zu haben. Und du hast natürlich dann einfach auch diese nervige Rasur. Das heißt, ich bin jemand, der spät aufsteht, der sagt, guck mal, ich muss in einer halben Stunde im Büro sein. Jetzt stehe ich dann irgendwie auf und dusche mich. Und dann brauche ich aber noch 20 Minuten, um mich zu rasieren. Das ist scheiße, das ist nervig, weil ich Zeit verliere. Rasieren kostet Zeit. Ja, kommen wir auch gleich zu. Und deswegen ist es einfach das Nervigste.
Also, wir haben jetzt viel gehört zum Thema nervig und ekel, aber der menschliche Körper ist zu viel mehr bereit, nämlich auch zu der Welt des Schmerzes und der unangenehmen Gefühle. Und meine Antwort hat sehr viel damit zu tun. Einige der unangenehmsten Körpergefühle hängen mit dieser Art von Körperteil zusammen. Ich rede natürlich von den Nägeln, dem Nägelschneiden, ob es Fingernägel oder Zehennägel sind. Man schneidet sie zu kurz, man lässt sie zu lang wachsen, man schneidet sie halb ab, sie ziehen richtig ins Fingerbett herunter, man muss sie ständig schneiden. Jeder kennt es, die Fingernägel haben nie die richtige Länge. Man kann sich, sind sie zu kurz, kann man sich nicht gut kratzen. Sind sie zu lang, fühlt man sich schlecht, kommt überall hin. Dann stehen sie über, dann reißt man sich den Zehennagel irgendwie ein, weil man nicht genau weiß, mit welcher Schere soll man die schneiden. Gerade der große Zeh ist oft zu dick, man kommt da nicht richtig durch. Dann klippt man da so einmal rein, dann ist ein Drittel des Zehs weg. Dann quillt da irgendwie das Zehenbett raus, irgendwie entzündet sich das Ganze. Es ist einfach ein konstanter und immerwährender Folterweg, den der Menschheit in die Wiege gelegt wurde, sich ständig damit abzumühen. Es ist immer furchtbar. Jeder kennt die Situation, dass ein Fingernagel so eine kleine Kerbe drin hat und man kann den ganzen Tag an nichts anderes denken, als soll ich es jetzt rausziehen, soll ich jetzt rein? Es kratzt die ganze Zeit. Man kann an nichts anderes denken. Dann irgendwann sagt man, gut, dann zieht man rein. Dann zieht man sich zu tief rein. Dann hat man wieder so eine Leerstelle und es ist einfach grauenvoll furchtbar und es hört nicht auf. Alle paar Tage muss man sich damit rumschlagen. Es ist schrecklich. Meine Antwort, Nägelpflege, Nägelschneiden, das Schrecklichste, was es gibt an diesem fucking Körper. So, wir haben ein gottverdammtes Scheißproblem, Lars Erik Pausen. Und zwar hast du die Frage nämlich falsch verstanden, beziehungsweise falsch interpretiert. Es gibt nämlich schon. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mit Nomenklatur und streiten. Ich glaube, es ist okay. Ich verstehe, glaube ich, dein Argument, weil du sagst, man kann nichts dagegen machen. Es gehört halt nur mal zum menschlichen Körper dazu. Genau, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Körperhygiene und Körperpflege. Ja. Du verrennst dich. Fabian, du verrennst dich. Ich würde einfach mal sagen, lass uns einfach mal sagen, es geht als Antwort durch. Weil das ist okay. Ich würde sagen, es ist okay. Okay. Ah, mehr hast du nicht? Das war's? Alles klar, dann kann ich dich ja jetzt flamen. Nein, Moment. Ich muss mich mal kurz sammeln, dass ich hier wieder zurückgeholt wurde in den Stall. Lars, ich glaube, das Hauptproblem bei deiner Antwort ist einfach, dass es jedes Kind seit es 5 ist kann. Ja. Und es kein Problem bereitet. Es ist einfach nicht schwierig, ist nicht schlimm. Du hast es selber angesprochen, die Hygieneindustrie ist auf jeden Fall dabei, diese Probleme zu lösen. Und auch wirklich, wenn du ein gutes Klopapier hast, wirklich 4-5-lagig, schön mit einer Prägung, irgendwie lustig anzusehen, kleines Entchen, ist das Ganze überhaupt kein Problem. Klar, wir hatten alle schon Missgeschicke, wir hatten alle schon den Moment, wo man diverse Organe verflucht hat, aber es ist wirklich die Seltenheit. Sowas hat man vielleicht einmal im Jahr, wo man wirklich Probleme hat. Ansonsten, man achtet nicht mehr darauf, es gehört einfach dazu. Jedes Kind lernt es und es macht einfach keine großen Umstände. Und das große, wenn ich da kurz was zu sagen kann, der große Nachteil bei deiner Antwort ist, dem voraus geht eine ganz tolle Zeit. Das heißt, du sitzt ja lange auf dem Klo und hast eine gute Zeit. Und das ist ja noch das, was man am Ende irgendwie mitnimmt. Ja, das ist ja das ist was das, davon, das, was danach passiert, ob es das schön ist oder nicht. Nein, nervig, also das du ist hast, völlig egal. Mir geht es um die Körperpflege. Die All-Inclusive, das All-Inclusive-Erlebnis vom Scheißen ist ja was Positives. Du musst am Ende ja klar den Arsch abwischen, aber insgesamt gehst du ja vom Klo und denkst, war doch gut. Jetzt fühle ich mich besser. Also erst du gehst runter, sagst, fühle mich jetzt besser. Zu Florentins Argumentation, das sei kein Problem. Und wir können das alle, seit wir 15, offensichtlich nicht. Frag die Urologen, wie sieht's aus mit Hämorrhoiden? Woher kommen die Hämorrhoiden? Wieso bekommen wir Hämorrhoiden? Es liegt genau daran, an dieser nervigen Körperpflege, die ja, da gut, heißt, Arsch abwischen mit Papier. Nee, stopp. Du sagst selbst nicht sagen, das Problem, stopp. Das Lars, Problem ist noch nicht gelöst. Du darfst nicht sagen, Hämorrhoiden ist ein Argument, weil das ist einfach falsch. Du sagst, was ist die nervigste, unangenehmste Körperpflege? Du kannst nicht irgendeine Krankheit mit einbringen. Doch, Hämorrhoiden ich kann auch sagen, durch, ja, du hast irgendeinen Nagelpilz wegen schlechter Hygiene. Nein, das geht nicht. Wenn du mit Klopapier dir deinen Arsch zu oft wund reibst, können dadurch Hämorrhoiden entstehen und andere Krankheiten. Insofern ist das natürlich ein Problem. Auch meine anderen. Ja, aber du redest jetzt ganz kurz, Florentin. Ich muss hier jetzt auch mal mich verteidigen dürfen. Also auch die Kanalisationssache, bist du nicht drauf eingegangen, ist natürlich ein Riesenproblem. Krankheiten sind auch ein großes Problem. Insgesamt die Hygiene ist ein großes Problem. Ich möchte zu deinem Argument, dem Nägelschneiden, sagen: Wie oft schneidet man sich denn die Fußnägel? Ganz ehrlich, alle 3 Wochen maximal. Ist kein großes Problem, ist ein paar Mal im Jahr, ist nicht das Geilste, aber kann man auch, spätestens mit 15 hast du auch drauf, deine Fingernägel zu schneiden, zumindest ging es mir so, ich hatte früher auch Probleme mit Nagelbett, irgendwann hast du es drauf, weil du 2-3 Mal eine Entzündung hattest, den Rest deines Lebens brauchst du das, dir keine Gedanken mehr darüber machen, weil man auch das einfach irgendwann drauf hat, auch Fingernägel musst du alle 2 Wochen machen, es gibt ganze
eine Milliardenindustrie, die sich darauf spezialisiert hat, Fingernägel, gerade wenn du jetzt an Frauen denkst zum Beispiel oder Männer, die das gerne haben wollen, zu lackieren, zu schneiden. Das ist für die Wellness. Ja, aber frag, was du als nervigste Körperpflege betitelst, ist Wellness für also einen großen Teil oder einen nicht zu vernachlässigen Teil der Bevölkerung. Nein, ist Wellness. Das Lackieren kann ich mir vorstellen, dass das Spaß macht und dass man da Freude hat. Feilen. Aber das Feilen, das hier, ist die ganze Zeit, die machen sich dann da Fingernägel hast, Muster ist ein drauf. Riesending. Und dann, wenn es einkriegt, die machen sich's länger. Aber es kennt 20% der Menschheit macht sich's länger. Ja, aber es könnte schön pflegen. Es könnte pflegen, du musst ja trotzdem schneiden. Jeder kennt das Problem, wenn man zu lange Fingernägel hat. Und das Problem ist, man merkt es immer zu spät. Es ist immer so, du merkst, oh shit, ich habe zu lange Fingernägel. Weil es ist ja nicht so, dass du sagst, einmal in der Woche schneide ich mir die Fingernägel so. Es kommt eigentlich immer zu spät. Man hat das Gefühl, fuck, man weiß es nicht. Ah, es kratzt irgendwie, es sieht dumm aus. Man hat dann auch immer den Dreck unter den Fingernägeln. Man denkt, oh, das sieht alles nicht gepflegt aus, gut. Dann fängst du an, mit einem Stück Papier da rumzufummeln. Jeder kennt das Gefühl, wenn die Fingernägel zu kurz sind. Dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Es schneidet sich alles rein, es ist unangenehm, du kannst dich nicht kratzen, du kannst nicht keine Packung aufmachen. Fingernägel ist einfach immer im Weg. Es ist immer unpassend. Du hast nie den Moment, wo du sagst, jetzt ist es genau richtig. Du pendelst immer zwischen zu lang und zu kurz und zu nervig und eingerissen und nervend. Das ist der schlimmste Schmerz. Das stimmt, Fingernägel sind nervig, aber es geht nicht darum, was ist der nervigste Körperteil, sondern es geht darum, was die nervigste Körperpflege ist. Und das Klipsen ist nicht schlimm. Ich will dich auch noch kurz angreifen, weil wir noch nicht auf deine Bartnummer eingegangen sind. Ja, die fucking stark ist. Du hast natürlich am Anfang gesagt, und deswegen kann man dich auch gar nicht angreifen, es ist deine Meinung, aber damit stehst du ganz alleine da. Denn Bart rasieren macht Spaß. Jeder kann das ja wohl bestätigen, dass es wahnsinnig Spaß macht, seinen Bart zu rasieren. Dieses, wenn die dann so wegfliegen und brrr, ich finde das einfach, es macht mir wirklich Spaß. Also wirklich, ich finde es eine tolle Sache, seinen Bart zu rasieren. Erstens. Zweitens, die fliegen überall rum. Also das Einzige, du musst nur eine Sache machen, damit die nicht rumfliegen, nämlich ein bisschen tiefer gehen. Das war's. Das kannst du machen und dann fliegt nicht alles irgendwie rum. Verstopfen haben wir beide überhaupt nicht verstanden, Nonsense. Was es soll. Vor allem, die stopfen. Nie verstopft. Was ist also da denn los? Wie kann denn irgendwas verstopfen von irgendwie ein, zwei Millimeter langen Haaren? Also das nur, Ding weil du hinterher immer auf deine Bartstoppel noch masturbierst, heißt es nicht, dass die Bartstoppel irgendwas verstopfen. Das war unnötig. Bartpflege ist nicht nervig, sondern kann cool sein. Es ist ein Style. Leute können verschiedene Frisuren am Gesicht das tragen. Das ist auch eine Milliardenindustrie, weil das Leute einfach lieben, sich den Bart zu rasieren. Und vor allem, und das Wichtigste, Argument gegen dich ist, du musst dir den Bart gar nicht rasieren. Ja. Heute, vor allem, schau uns drei an. Niemand von uns arbeitet wirklich intensiv an seiner Gesichtsbehaarung. Jeder kann sich heute den Bart stehen lassen. Drei-Tage-Bart ist total in Mode, Vollbart ist in Mode. Wenn du jetzt drei Wochen lang deinen Bart nicht rasieren würdest, die meisten Leute würden sagen, cool, ist nicht schlecht. Und wie gesagt, du redest ja von Trockenrasur. Ich dachte, du fängst an mit Nassrasur. Da wird es irgendwie schon aufwendig und nervig. Aber Trockenrasur, vor allem, es gibt so viele gute Rasierapparate. Die Technik ist, Lars hat es gesagt, seit 200 Jahren, die saugen das alles auf, ist überhaupt kein Problem. Also wirklich. Toll. Nee, Bartrasieren kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Nein. Also eine Sache, die, bevor ich auf meine Bartrasur auch nochmal eingehe, die mich einfach auch stört an deiner Antwort, ist einfach die Zeit. Nägel schneiden, das ist in 2 Minuten erledigt. Das ist keine nervige Angelegenheit, mal eben die Nägel zu schneiden. Du rasierst du dir auch nicht länger als 2 Minuten, das kannst du mir nicht erzählen. Natürlich, das dauert eine Viertelstunde. Wenn du mit der Feile rangehst, dann kann das Stunden dauern. Du schneidest einmal ganz kurz einmal. Nein. Der Kreislauf ist der. Du hast zu lange Fingernägel, es kratzt. Du feilst oben rum, bis es einigermaßen passt. Dann hast du aber einen zu starken Winkel und musst von vorne wieder feilen. Niemand muss die Fingernägel schneiden. Das muss niemand machen. Natürlich, klar. Ich habe mir noch nie die Fingernägel gefeilt. Naja gut, aber naja, ich sag mal, wenn du gewisse... Ich hab's noch nie gemacht, ich hasse es. Wenn du gewisse Fingerfertigkeit in den Tag legen willst, dann brauchst du angenehme Finger. Das musst du dann schon sein. Und außerdem an alle Gitarristen da draußen, ich will gar nicht über das Gitarrenmartyrium reden von Leuten, die ihre Fingernägel für Gitarrensaiten brauchen. Ich habe mit Goldschmied Schmirgelpapier angefangen, meine Fingernägel zu feilen, weil du ganz glatte Fingernägel brauchst, um Gitarre zu spielen. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ja, du machst es einfach falsch. Aber das ist falsch. Ganz kurz. Nein. Das ist aber super special interest. Wir reden hier vom casual Nagelschneiden. Wir reden vom casual Nagelschneiden und das casual Nagelschneiden ist in 5 Minuten erledigt. Du schneidest einmal rum, dann ist es erledigt, du hast 2 Wochen Ruhe, das Ding ist vorbei, das ist nicht nervig, das ist erledigt. Ich will noch eine Sache sagen. Das ist wie Müll runterbringen. Das Nagelschneiden ist nie erledigt. Weil der Punkt ist nie erreicht, wo du es wirklich gemacht hast. Ich glaube, noch niemand hat sich die Fingernägel geschnitten und gesagt, ja, so ist es. Es ist immer irgendwie zu kurz, zu lang. Die Zehennägel ist immer ein Martyrium. Du schneidest immer rein, du musst da ran. Und vor allem, Zehennägel sind auch wirklich
extrem ekelhaft. Jeder kennt das. Irgendwie Mitbewohner hat sich die Nägel geschnitten, fliegen überall im Bad rum. Selbst, ach so, selbst das haben wir bei Bad-Shoppen nicht. Nein, selbst die hochmodernen Maschinen knippen das einfach mal in die Stratosphäre rein. Es ist irgendwo, du kommst ins Bad, denkst dir, oh nee, und findest irgendwie diese scheiß Nägel, dann diese wirklich, diese dicken Zehennägel, ja, wirklich diese Brocken, wo einfach irgendwie so eine Patina drin ist, wo da nochmal so eine Struktur oben drauf ist. Die findest du, richtig, die findest du irgendwo in der Badewanne. Ganz, ganz schrecklich. Die findest du nicht in der Badewanne, weil man die großen Brocken ja sieht, wo WG hast, die große Brocken siehst du, wo die hinfliegen und räumst sie weg. Bei den Bad klar, weil du ein Stück hinterhergelaufen bist, wenn es da durch die Gegend fliegt. Florentin, die großen Brocken siehst du. Bei der Bartrasur, das noch ein Problem, was super nervig bei der Bartrasur ist, der Akku geht alle. Mittendrin geht der Akku alle. Was machst du? Hängst du erstmal rum, irgendwie noch 10 Minuten, bis wieder 40 Zentimeter von der Steckdose entfernt. 5% wieder drin sind. Ein Rasierer rasiert nicht, wenn er in der Steckdose drin ist. Doch, meiner schon. Nein, das ist eigentlich aber nicht erlaubt. So. Wir schließen die Runde an der Stelle. Das Volk entscheidet über die nervigste Körperpflege. Ihr habt 3 Antworten gehört. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ihr könnt über den Chatvote natürlich wie immer abstimmen unter Ausrufezeichen AMF und dann Leerzeichen. Ich bin sehr gespannt, welche Worte gewählt wurden von der Regie für unsere Antworten. Code. Wir haben Abkoten. Ich weiß es nicht genau. Wir sehen es gleich. Po. Wir haben einmal Po, wir haben Rasieren und wir haben Nägel. Oh, ich habe den Umlaut. Das ist natürlich ein großes Problem. Ja, aber Po wird gar nicht gezählt. Zwei Buchstaben werden gar nicht gezählt von der Maschine, vom Algorithmus. Ich ganz kurz die Antworten auf Twitter. Da zeigt sich natürlich, dass natürlich Männer und Frauen unterschiedliche Hygieneerfahrungen machen auf dieser Welt. Hier schreibt natürlich O, Woll, Woli, Binden, Tampons und so weiter, Nutzen, Wechseln. Natürlich sehr nervig, haben wir natürlich jetzt relativ wenig Erfahrung davon. Aber ansonsten ganz klar, Rasieren kam auch und einer will noch Helge Schneider in Weltraum schießen. Aber, ja, aber wie schön das nochmal aufzeigt, wie wenig ihr auf Geschlechter und auf das weibliche Geschlecht im Endeffekt eingegangen seid. Weil deins, 40% aller Frauen lieben das, was du als nervig bezeichnet hast. Da würde ich aber noch eine separate Frage machen. Ich glaube, 10% der Frauen vielleicht ein Problem überhaupt damit, was mit dem Bart angeht. Und meins ist einfach egal, welches Geschlecht du hast oder dem du dich zugehörig fühlst. Aber es ging ja hier auch nicht darum. Entschuldigung, aber es ging hier auch nicht darum, die. Na, man muss ja mal ein bisschen überlegen. Ne? Aber wo wir gerade beim Thema sind, ich meine, du hast es ja selber beschrieben, geh doch noch mal näher drauf ein, auf dieses schöne Gefühl des Abkotens. Du hattest ja besprochen, dass dem Abwischen ein schönes Erlebnis vorausgeht. Ja. Ist das denn bei Männern und Frauen gleich oder liegt es an der Prostata? Bei Männern also ich finde es nicht schön. Die durchaus auch zum sexuellen Lusterleben dazugehören kann. Ach, ihr findet es auch geil, oder was, wenn ihr scheißt? Ah, es kommt drauf an, aber ich meine, es gibt ja diverse Sexpraktiken, wo das Teil davon ist. Ja. Ich frage mich, ob das bei Frauen wirklich so ist. Können wir da mal eine Umfrage starten? Bitte. Gerne. Ich bin mir nicht 100%. Ich finde, es gibt so viele Männer, die sagen, ich finde es so geil zu kacken. Ich finde auch, am Kacken ist nichts geil. Vor allem, aber ich glaube, Das ist mein Rauchen, weil ich rauche nicht und ich habe nicht diesen ich trete mal aus der Welt aus Effekt. Ja. Das ist das Rauchen des Introvertierten. Das ist das Rauchen des Introvertierten, genau. Aber wir hatten doch schon mal vor ewigen Zeiten die Idee mit dem Everything Goes Urologen Almost Daily, wo wir einen Urologen holen und einfach mal alle Scham weg. Und alle Fragen dürfen gestellt werden für dieses Gespräch. Ich hätte da immer noch Bock drauf. Ja, einfach mal alles rundum untenrum. Falls irgendeine Urologe Lust hat, uns alle dummen, also egal wie dumm, bescheuerte Fragen zu beantworten, meldet euch gerne. Dann können wir das vielleicht organisieren. Ich hätte immer noch Lust drauf. Ich glaube, wir machen ganz kurz Werbung und dann gucken wir uns die Auflösung an. Oh, das ist natürlich gut. Die Auflösung seht ihr nach der Werbung. Bis dahin, wir haben noch 2 fantastische weitere Fragen zu diskutieren. Die Pitchfrage wird großartig. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. Alles Mögliche, Fans. Alles Mögliche, Fans. Herzlich willkommen zurück bei Alles Mögliche Fights zu einem extrem spannenden Moment, denn wir haben gerade die Nachricht von unserem Studionotar durchgegeben bekommen. Die Umfrage ist so knapp, dass kein Gewinner momentan feststeht. Das heißt, wir rufen euch hier nochmal auf, votet nochmal, haut eure Votes raus. Nochmal ganz kurz Ausrufezeichen AMF und dann Leerzeichen
Po für Lars Antwort mit dem Popo abwischen oder Rasieren für Fabians Antwort oder Nägel fürs Nägelschneiden und Pflegen für meine Antwort. Also haut nochmal in die Tasten. Wir brauchen eine Entscheidung hier und jetzt. Ansonsten können wir den Punkt nicht vergeben. Es ist auf jeden Fall extrem knapp und ich bin wirklich gespannt, aber scheint wahrscheinlich auf jeden Fall an irgendwas dran zu sein, dass das drei wirklich Hauptschlachtfelder des menschlichen Körpers sind. Ja, ich habe übrigens, ne, weil da nur Rasieren stand, es ging bei mir natürlich um Bartrasur. Ich möchte nicht sagen, dass Rasieren generell was Nerviges ist. Wir haben tatsächlich auch die Antwort bekommen hier von Jolly in the Box. Ja, I go there, Schamhaare. Mhm. Aber warum soll, also, die kann man wegmachen? Ich finde ich nicht. Aber ja, also warum nicht? Klar. Aber weiß ich auch nicht, ob das, fand ich auch nicht so nervig eigentlich, oder? Ich meine, gibt selten an, also. Schamhaare wegmachen? Ja. Nee. Geht halt die eigenen, also ich mach's halt auch nicht, aber egal. Ich wollte gar nicht so persönlich werden hier, aber ja. Ich habe mir nämlich auch überlegt, ob das jemand nimmt, Intimrasur, aber habe ich mir auch gedacht, so, ja, du musst es ja nicht machen. Ja. So, es ist ja alles möglich. Ja. Du musst es nicht machen. Und bei. Ja. Willst du nochmal versuchen, deinen erbärmlichen Vorschlag zu machen? Nein. Fabian Krane ist ein diplomatischer. Fairer Mitspieler. Und ich bin sehr gespannt, wie schaut es aus? Kann der Notar noch mal kurz durchgeben? Wie schaut es aus? Haben wir mittlerweile einen Gewinner gefunden? Wir haben vorhin gehört, die Unterschiede belaufen sich nur auf 5 Stimmen, was natürlich ein winziger kleiner Teil ist von den Massen von Menschen, die hier durchmachen. Und hier sehen wir das Ergebnis der Frage, welches ist die nervigste? Kirby geht es Nägel mit 35,8%. Oh, Leute. Nägel, yes, sehr schön. Vielen Dank für diesen Punkt. Ich nehme ihn gerne an. 1:1:0. Lars Paulsen liegt noch mit 0 Punkten hinten. Ansonsten 1:1:0. Ja, Nägel schneiden. Clip. Nein. Ja, ganz viel. Du hast selber gesagt, du hattest mehrere Entzündungen. Clip. Ja, als 11-Jähriger will ich machen. Egal. Ey, in 2 Minuten ist das nicht das Thema. Aber willst du es sagen oder soll ich sagen? Was denn? Weil Lars hat mir mal den Tipp gegeben, dass man Zehennägel, also weil bei Fingernägeln soll man ja im Bogen schneiden, also sich der Form des Fingers anpassen. Bei Zehennägeln soll man aber gerade schneiden, sich gerade nicht den Zehen anpassen. Kannst du denn mehr dazu sagen? Genau, also ich habe sogar gedacht, dass man das bei Fingernägeln auch nicht sollte, deswegen mache ich es da auch nicht. Ach so, okay, dann Bogen, kann sein, tatsächlich, weil ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber es wurde mir mal so gesagt vom Arzt, dass man, wenn du eben beim Zeh unten hier und da noch was übrig lässt, dann wächst da ja nichts rein. Aber wenn du das eben auch kürzt und kreisrum schneidest, dann hast du eben das Problem eines eingewachsenen Zehennagels und das kann unter Umständen sehr schmerzhaft sein. Weil die Zehennagelscheren sind ja, die Fingernagelscheren sind ja von Haus aus gekrümmt, ne? Deswegen dachte ich bei Fingernagel. Aber Zehennagel, also mach das auf jeden Fall Zehennägel gerade. Also ich muss sagen, für mich ein absoluter Gamechanger war einfach ein Nagelclipser. Ich habe früher immer, wenn ich vorhin erzählt hatte, ich hatte viele Probleme, lag daran, dass ich eine Nagelschere verwendet habe. Ich würde nie, ich habe letztes Mal wieder eine verwendet, das ist so ekelhaft. Ein Clipser. Aber kommt man da gut an die seitlichen ran? Nee, da musst du gar nicht. Die seitlichen bleiben bei mir dran. Und sieht man's? Nee. So wie die seitlichen bleiben dran? Ja, ich mach nur vorne. Die Seiten nicht, das ist doch viel zu gefährlich. Ich könnte ins Nagelbett reingehen. Zeig mal, wie du, was soll das heißen? Ja, aber du schneidest doch auch an der Seite das weg. Nein. Ja. Nee, das bleibt alles da. Du kannst natürlich dann feilen, aber feilen tue ich nicht. Gut. Aber ich würde mir richtig gerne mal schöne Hand, also Maniküre. Maniküre. Machen wir echt mal. Aber wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir feilen jetzt mal in der Sendung und gehen zur nächsten Frage über. Stark. Ja, es ist die Sommerzeit. Das heißt, viele von euch werden diese Sendung vielleicht gerade am Strand einer Copacabana mit einer Kokosnussschale in der Hand auf einem Liegestuhl fläzend sich gerade anschauen. Viele sind vielleicht gerade im Urlaub, kommen aus dem Urlaub oder fahren gleich in den Urlaub. Und damit beschäftigen uns wir natürlich auch. Aber wir alle wissen, Urlaub ist immer ein Risiko. Wir freuen uns das ganze Jahr drauf, aber manchmal läuft es nicht so, wie man sich das vorstellt. Und die Frage ist, warum? Frage Nummer 3 lautet: Welche Sache kann einem den ganzen Urlaub versauen? Was macht den Urlaub statt der lang ersehnten Paradiesfahrt zur Hölle? Fabian. Das, was die lang ersehnte Paradiesfahrt, ja, man war lange nicht im Urlaub, man hat verzichtet, man gerade in der Corona-Krise, man war einfach lange nicht weg und freut sich wieder auf einen lang ersehnten Urlaub mit einer guten Freundin oder einem guten Freund und plant eine Reise, macht sie und stellt fest, es ist der falsche Reisepartner oder die falsche Reisepartnerin. Wie, aus Versehen? Ja. Nein. Und zwar, Shit. Und zwar, wenn das Ding ist, dass du dich vielleicht nicht mit der Person matchst, wenn du vor Ort bist.
Ja, du denkst, du hast dieselben Erwartungen, aber ihr habt nicht dieselben Erwartungen. Der eine oder die eine sagt, ich möchte den ganzen Tag nur am Strand liegen und ein Buch lesen. Und die andere Person will durch die Stadt ziehen und das nervt die. Und dann ist es auch noch, dass es die jeweils andere Person nervt, dass ihr nicht gematcht seid. Ja, dann hat man Erwartungen, diese Erwartungen werden nicht erfüllt. Das führt zu Unmut, das führt zu Enttäuschung. Und dann ist man in Korsika, auf da hat man 2 Jahre lang gewartet. Und man ist einfach nur unzufrieden, weil man sich die ganze Zeit streitet, weil man mit einem falschen Reisepartner oder falschen Reisepartnerin dahin gefahren ist. Mit dem nämlich die Vorstellung, was ein guter Urlaub ist, gar nicht zusammenpasst. Und ich glaube, damit können sich viele da draußen identifizieren. Ja, also ein Urlaub ist ja auch immer so eine Ausnahmezeit. Ne? Im Urlaub lässt man viele Dinge durchgehen. Man ist bereit, hohe Preise zu zahlen. Man ist bereit, irgendwo lange anzustehen. Man ist in einer gewissen Sondermodus. Und man hat einfach auch Bock, eine gute Zeit zu haben. Deswegen lässt man viele Dinge, schlechtes Hotel, ja Gott, macht man einen Witz drüber und dann geht man halt woanders hin oder so. Man kann auch mal ein bisschen, hat eine größere Frustrationstoleranz, wenn man einfach sagt, jetzt habe ich Bock, jetzt habe ich eine gute Zeit. Das Einzige, was man nicht verhindern kann, sind einfach die urmenschlichsten Bedürfnisse. Der eigene Körper, der anklopft und sagt, nee, dieser Urlaub ist nicht für dich. Und ich rede von Durchfall. Ja, du kannst die besten Reisepartner haben, am schönsten Ort der Welt sein, das beste Programm geplant haben, aber wenn dein eigener Körper sagt, nee, du gehst heute nicht zum Strand, mein Lieber, du gehst heute wo ganz anders hin, dann ist der schönste Urlaub, der teuerste Urlaub leider nichts mehr wert. Du kannst dich auf nichts freuen, die Stadtrundfahrt, du weißt nicht, kann ich mich in den Bus setzen, wo ist das nächste Klo, du kannst an nichts anderes mehr denken, du kannst das gute Essen nicht genießen, du weißt nicht, wo habe ich mir das eingefangen, was ist das für Essen, du weißt nicht, du kannst dich auf nichts mehr genießen, du musst eigentlich ganz Tag im Hotel sitzen, du kannst nichts mehr machen und du kommst da nicht raus. Du kannst es nicht beschleunigen, du kannst nichts machen, du sprichst die Sprache nicht, Apotheke, es hilft alles nichts, du musst es einfach aussitzen und damit wird der schönste und beste, ja, mit dem größten, mit der Willensstärke ausgesehenste Urlaubsgast leider zu einem frustrierten, armen Urlaubsversager. Bei keiner Runde heute war ich mir so sicher, dass es eine für mich perfekte Antwort ist, wie bei dieser Frage, was versaut einem den Urlaub? Natürlich ein Sonnenbrand. Klar, ich bin ein kleines weißes Schweinchen und bin dadurch natürlich besonders betroffen, aber ich denke, das ist durchaus relatable. Viele von euch da draußen, die allermeisten, werden das bereits schon mal erlebt haben. Ihr habt einen wunderbaren Strand, der erste Strandtag, in der Sonne verbracht, ein bisschen Beachvolleyball gespielt, vielleicht auch mal eingecremt, dann aber 2-3 Mal ins Meer gegangen, dann in den Pool. Es war ein wunderschöner Tag und so langsam kündigt es sich an. Anfangs noch durch ein leichtes Jucken. Es wird so ein bisschen warm, man fühlt sich nicht mehr ganz wohl, fast schon so fiebrig. Und dann kommt es, diese Magma, diese Lava, die Haut wird zur Lava, denn die Haut wurde verbrannt von ultravioletter Strahlung von der Sonne verbrannt. Das ist es nämlich tatsächlich, was ein Sonnenbrand letztendlich ist. Du fühlst dich komplett unwohl in deiner Haut. Da kommen teilweise Blasen, weil es eben einfach gebrannt hat auf deiner Haut. Du hast die nächsten 3 bis 7 Tage, kann so ein Sonnenbrand andauern, hast du das Problem, dass du nicht mehr in die Sonne kannst. Das war's mit deinem Strandurlaub. Du musst als Einziger im Hotel bleiben oder im Schatten immer sein. Komm doch mit in den Ozean. Nee, geht nicht. Oder komplett vermummen und dann rein. Also, komm doch mit in den Ozean. Das ist ein Song. Komm mal mit in den Ozean. Ozean. Nee, geht nicht. Ich hab Sonnenbrand. So, also, das ist die Sache mit dem Sonnenbrand. Hält wirklich sehr lange an. Man spricht tatsächlich von einer Verbrennung 1. oder 2. Grades bei einem Sonnenbrand. Also, das ist nun wirklich auch natürlich. Die Hautkrebsgefahr muss ich gar nicht erst ansprechen. Du fühlst dich auch die ganze Zeit so dumm, weil du dir denkst, warum habe ich mich nicht eingecremt? Wieso bin ich nicht ein bisschen länger im Schatten geblieben? Der restliche Urlaub ist komplett. Ach, das ist ja, das muss man jetzt nicht grafisch unterstützen hier. Ja. Du hast sogar noch ein paar Tage später das Problem, dass es sich runterpellt. Dann kommt natürlich noch dazu, wenn du Single bist und jemanden kennenlernen willst zum Beispiel und du siehst so aus, kriegst du auf jeden Fall im ganzen Urlaub keinen mehr, weil du einfach aussiehst wie ein bescheuerter Trottel, der sich nicht eingecremt hat. Okay, also auf jeden Fall 3 katastrophal gute Antworten auf jeden Fall. Ich würde nur ganz kurz sagen, Fabian, wenn du merkst, du bist mit der falschen Person unterwegs,
Dann machst du halt den Rest des Urlaubs alleine. Du kannst einfach sagen, hey, du, pass auf, ich habe mich getäuscht, wir haben andere Vorstellungen, machen wir alleine. Und vor allem, das kann man ja auch einfach leicht verhindern, indem man sich wirklich auch aussucht, mit wem man in den Urlaub fährt. Ja. Du kennst die Leute, du weißt, okay, dieses Problem herrscht, spätestens nachdem du diese Sendung gesehen hast, weißt du, okay, haben wir überhaupt die richtige Connection? Du fragst jemanden nicht, ob du in den Urlaub fahren willst, wenn du nicht genau weißt, wir haben die gleiche Erwartung, also leicht zu verhindern. Und selbst wenn es eintritt, sagt man einfach, hey, dann geh du zum Strand, wenn du Bock auf Party Ballermann hast, ich gehe ins Museum, du gehst an den Strand. Wir essen zusammen zu Abend. Ist kein Problem, kann man lösen durch Kommunikation. Ist der größte Fehler, den viele Leute machen, mit Leuten in Urlaub zu gehen, die man nicht hundertprozentig kennt. Du gehst nicht in Urlaub mit jemandem, den du mal 2 Wochen kennengelernt hast oder mal ein, zweimal auf einer Party war. Hey, lass uns doch zusammen auf Malle. Nee, du gehst natürlich nur mit richtig guten Freunden und ihr sprecht vorher selbstverständlich darüber, hey, was machen wir denn da den ganzen Tag? Und dann wird der eine schon sagen, naja, ich will halt die Christuskirche und danach noch die Moschee mir anschauen und dann wirst du schon merken, alles klar, ist nicht mein Type, ich bin lieber der Strandtyp. Ganz aber aber damit sagt, damit das ist ja ein Argument, was du mir gerade in die Karten spielst. Du zeigst gerade auf, dass es ein aktives Problem ist. Es ist ein Problem, was vorherrscht, was viele Leute machen. Nee, dass sie nämlich mit Leuten in Urlaub fahren, mit denen sie eigentlich nicht in Urlaub fahren sollten, weil die Vorstellung einfach falsch ist. Natürlich ist ein Problem, aber du kannst was dagegen machen. Gegen Durchfall kannst du nichts tun. Das Problem, es kommt aus dem Nichts und du kannst nichts dagegen machen. Genau, das ist das Einzige, was ich bei dir sehe, ist, dass du dich eigentlich nicht darauf vorbereiten kannst. Exakt. Außer beim Sonnenbrand. Du kannst dich auf einen Sonnenbrand vorbereiten, du kannst Sonnencreme mitnehmen, du kannst dich einölen, du weißt, dass da Sonne scheint. Du wirst nicht von der Sonne überrascht, ja? Sondern du weißt, dass die Sonne da scheint, also nimmst du deine... Ist dir noch nie passiert, 50, ne? Nimmst du mit ist dir noch nie passiert. Und dann kannst du, nö, ist mir noch nie passiert. Ne? Und dann kannst du es easy, leicht verhindern. Bei dir natürlich, ne, man weiß nie, was mit dem Essen los ist, ja. Was da so ist. Das Ding ist, Durchfall, da gehst du zur Apotheke, holst du dir den Präparat und dann ist es in 1-2 Tagen durchgestanden. Nee. Und ist es vorbei. Aber den falschen Reisepartner, du hast keine Ahnung von der Sprache, du weißt nicht, was der da verkauft, du weißt ja nicht, wo du bist. Bist du in einem irgendwie exotischeren Ort? Wo ist eine Apotheke? Irgendwie einmal durch die Sahara oder so, du hast keine Ahnung, wo eine Apotheke ist. Naja, du bist nicht immer in der Gegend. Wenn du in die Sahara fährst, wo du weißt, dass es keine Apotheke ist, ja, dann nimmst du eine Reiseapotheke mit. Es kann dich jederzeit treffen. Du kannst dich auch auf Durchfall vorbereiten mit einer Reiseapotheke, indem du eine Reiseapotheke mitnimmst. Das ist gar kein Problem, lieber Florentin. Trotzdem furchtbar. Ich bin da auch nicht vorbereitet. Du kannst dich auf alles hier vorbereiten. Ja, glaube ich nicht. Du kannst dich vielleicht ein bisschen drauf. Ja, gut. Aber ich glaube, wenn das mal trifft, hast du das größte Problem bei Durchfall. Weil bei Sonnenbrand, ja, aber du cremst dich ein, wenn du an den Strand gehst. Und selbst wenn, dann bleibst du halt drin, dann gehst du ins Kino, dann gehst du ins Museum. Du kannst noch was machen. Wenn du Durchfall hast, dann bist du wirklich gefangen im eigenen Körper. Du kannst da nichts mehr machen. Du kannst eigentlich nicht mehr das Haus verlassen. Wenn du einen heftigen Sonnenbrand hast, kannst du eigentlich nicht mehr das Haus verlassen. Du musst irgendwas indoor machen. Klar, wenn das dann dein Urlaub ist, wenn du einen Strandurlaub machst, dann ist es für dich kein Problem. Ich find, aber bei Durchfall bin ich da ganz bei Krane. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, der heftigste, krasse Malaria-Durchfall, das ist ein Problem. Nee, du sprichst natürlich von dem klassischen Reisedurchfall, den man halt hat, wenn man mal was zu Scharfes gegessen hat. Oder irgendwie im Wasser ein bisschen was war, Bakterien, die man ausscheiden muss. Das ist nach 1-2 Tagen wirklich gegessen. Dann chillst du mal ganz kurz Pokémon rausholen. Du hast danach, auch selbst danach hast du kein Vertrauen mehr. Weil du im weißt Bett nicht mehr, bleiben. Was kann ich machen? Du denkst immer Durchfall, rum, den du ansprichst, ist ein Reisedurchfall und das ist kein Problem. Du kannst jetzt nicht sagen, nö, das ist ein Durchfall, der geht 5 Tage. Ja, dann kann ich auch sagen, AIDS ist echt ein nerviges Ding, was den Urlaub versauen kann. Wir sprechen natürlich von den geläufigen Sachen und da ist Durchfall natürlich nervig, aber kein so ein großes Problem wie Hautkrebs, verbrannte Haut, verstrahlte Haut. Selbst bei Sonnenbrand, den wirst du auch wieder los nach ein paar Tagen. Alles wirst du los. 3 bis 7 Nur deinen Reisepartner, den wirst du nicht los. Den hast du an der Backe. Nein, natürlich. Und du hast zusammen Hotel gebucht, du hast zusammen Buffet gebucht. Ihr trefft euch alle abends wieder. Es ist die ganze Zeit Bad Vibes. Nee, es ist schlechte Stimmung. Es ist schlechte Stimmung. Du hast nicht gesagt, es ist Streit. Du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Erwartungen in Urlaub. Ja. Du hast nicht gesagt, man versteht sich nicht und man streitet sich. Das sind 2 unterschiedliche Argumente. Jetzt musst du auch dabei bleiben. Wenn du sagst, wir verstehen uns, aber wir haben unterschiedliche Erwartungen im Urlaub, kann man sich abends zu Buffet treffen, ein paar Shrimps, Cocktailsoße, ja, schön. Ja, aber du redest gerade von den perfekten Menschen, die immer perfekt kommunizieren. Aber natürlich, so funktioniert der Mensch nicht. Der Mensch doch, du kommunizierst immer super, Fabian. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du damals ihr schön in Berchtesgaden gesagt habt, oh, wir haben hier ein Problem, das spricht keiner an. Und am letzten Tag explodieren die Koffer und die Gemüter. Aber das sind Menschen ja auch, wir können aber nicht immer nur von mir reden. Das sind Menschen auch einfach unterschiedlich. Menschen sind nicht perfekt. Menschen kommunizieren auch nicht immer perfekt. Menschen fressen was in sich rein. Menschen sind gekränkt. Menschen haben Stolz. Menschen haben Egos. Und da sind Spannungen und Erwartungen, die enttäuscht werden. Und weswegen man dann einfach unzufrieden ist. Und man auch aus diesem Tal der Unzufriedenheit vielleicht gar nicht rauskommt. Weil man dieses Arschloch
von dem man dachte, das ist ein guter Freund oder gute Freundin, jeden Abend einen fucking Befehl. Aber das ist eine sehr spezielle. Mit dem scheiß Buch in der Hand, von dem man eigentlich dachte, du hättest dein Buch nicht mitgenommen und wir sind zusammen in der Stadt unterwegs, gucken uns geile Sachen an, haben irgendwie geile Party. Aber nein, du möchtest einfach nur am Strand liegen und gar nichts mit mir machen. Auch das hier ist wieder, so nervig. Auch da gibt man 1000 Euro für den Urlaub aus. Du machst genau nichts. Und ist zwei Wochen unzufrieden. Kann es sein, dass du hier einen konkreten Urlaub aufarbeitest? Schau dir gerade, möchtest du mit jemandem reden? Möchtest du etwas in die Kamera sagen? Ja, ich finde, Fabian, du machst ja genau das Gleiche wie Florentin auch. Du zeichnest hier so einen Fall, der natürlich furchtbar ist, wenn du mit dem größten Arschloch auf der Welt in den Urlaub gehst, dann kann es dir durchaus versauen. Aber natürlich, wir sprechen hier von einem ganzen Urlaub versauen und das, was du ursprünglich angesprochen hast, einer, der so ein bisschen andere Vorstellungen hat, das versaut dir nicht den kompletten Urlaub. Das ist auch ganz wenigen Mal passiert, dass sie wirklich mit einer Person losgegangen sind und danach gedacht haben, was ist das für ein scheiß Urlaub gewesen, hassig, kommt selten vor, ein Sonnenbrand. Könnt ihr sagen, so einfach, wie man da entkommen kann. Ein Sonnenbrand hatte jeder schon mal. Ja, eben, und wird auch jeder mal haben. Urlaub, und das ist ein bisschen. Nein, klar, ein leichter, ich mein, ja. Aber ja, du, ich rede jetzt nicht von Stufe 3 Verbrennung. Wieder zu weit aufgeknöpft. Aber da musst du auch aufpassen, dass du jetzt nicht sagst, du verbrennst genau, den ganzen Körper. Genau, ich darf natürlich auch nicht sagen, es brennt wirklich. Aber ein guter Sonnenbrand, das habe ich ja ursprünglich gesagt. 1 bis 2 mit Blasen, mit Schälen und so. Das versaut dir einfach. Aber da denkt man doch lustig zurück. Ah, weißt du noch, ja, du, der Hummer am Strand. Und vor allen Dingen dann... Ja, du kannst, 10 Jahre später, das ist mega geil. Aber damals war es die Hölle. Du kannst ja auch nicht... Das Ding ist halt auch einfach, dann läufst du halt nicht mehr splitterfasernackt rum, dann ziehst du halt mal ein T-Shirt an, ziehst du mal eine Hose an. Nee, am Strand, das hat mir schon so viele Urlaube versaut. Das ist schon leicht unangenehm. Ja, und dann gehst du essen abends, wenn die Sonne nicht mehr scheint, selbst wenn die blöde Sonne nicht mehr scheint, bist du trotzdem die ganze Zeit, oh nee, das T-Shirt tut weh, oh Gott, na gut, dann mach ich weiter. Und dann... Dann mache ich weiter. Und ja, das ist ganz wichtig. Und dann cremst du dich ein, dann musst du in die Apotheke. Am besten kriegst du noch hier Cortison irgendwie gespritzt und alles. Also ganz, Kaiserapotheke, ganz hallo, seid ihr 15 oder versaut was? Versaut ihr Tag und Nacht. Gut, ich glaube, wir haben uns mental den Urlaub genug kaputt gemacht. Ich fahre dieses Jahr nirgendwo mehr hin. Ja, ich bleib zu Hause. Spart euer Geld, spart das CO2, bleibt zu Hause und legt euch in die Badewanne. Da kann nichts passieren. Schaut euch irgendeine coole Serie an. Wir machen gleich Serienempfehlungen, aber erst kommt die Umfrage, welcher Faktor ruiniert euch am ehesten den Urlaub? Welche Sache kann den ganzen Urlaub versauen? Ihr habt 3 Antwortmöglichkeiten, Ausrufezeichen, AMF, Leerzeichen und danach die Antwort eurer Wahl, die ihr für das Allerschrecklichste und Schlimmste halt und wofür wir am besten argumentiert haben. Einmal die falsche Person mit Ausrufezeichen Person oder Durchfall oder Sonnenbrand. Was auf Twitter noch einige Male erwähnt wurde, ist natürlich schlechtes Wetter. Wo ich ehrlich gesagt, also das kommt so ein bisschen drauf an, ich persönlich bin recht wetterresistent, mir ist das nicht so schlimm, ich bin aber auch nicht so der Beach-Holiday-Urlauber so, mir ist das dann relativ egal mit dem Urlaub und ich finde mit den richtigen Leuten und wenn du Bock hast, dann mit kann den man, richtigen ja, Leuten. Ja, kann man da auch wirklich sagen, mein Gott, irgendwie dann haben wir, ist es regnet halt die ganze Zeit, kein WLAN oder Handyempfang kann Urlaub zum Problem werden, noch schlimmer, kaputtes Handy oder Portemonnaie verloren. Ja, sowas, das, Portemonnaie, das entweder ist die beste Antwort am bisher. Ankunftstag merkt man hat sein Geldbeutel nicht dabei, Pass verloren. Geklaut. Und dann musst du da zur Botschaft. Oh Gott. Oh, Pass am Flughafen verloren. Ah, das ist auch unangenehm. Nee, das die ganze die Woche. Ja. Oh, Leute, geht nicht in Urlaub. Nee. Hey. Zu Hause bleiben. Bleib zu Hause, schaut Rocket Beans TV an. Ey. Aber mit dem Sonnenbrand und Aussehen nochmal. Ne? Also hallo, noch, ist vorbei. Hi. Ja, ist jetzt nur unter uns, kleiner Schnack. Wenn ich früher im Urlaub war und noch Single war und halt wirklich auch drauf aus war, Frauen kennenzulernen, ich hatte genau 24 Stunden Zeit, weil ab dann sah ich einfach nur noch aus wie der letzte. Ist aber auch eine Challenge. Das könnte ein Film sein. Die 24 Liebesstunden einfach. Maximal, ey. Bis die Sonne aufgeht. Mhm. Ja. Ist ein harter Tag. Ich glaube, ich habe. Aber Sonnenbrand habe ich, glaube ich, schon ewig nicht mehr bekommen. Aber gut, ich gehe auch nicht in die Sonne. Ich wohl 3 Wochen jetzt auch nicht im Urlaub, oder was? Nee, was ich immer habe, ich habe danach auf den Füßen so Birkenstockabdrücke. Ah ja. Von der Sonne. Dass immer da, wo die Flächen sind, bin ich dann ein bisschen brauner. Das heißt, das bekommt man immer. So, wir haben ein Ergebnis. Unser Notar klopft an der Wand. Wir haben das Ergebnis bekommen. Was ist der schlimmste Faktor für den schrecklichen Urlaub? Ich bin sehr gespannt, wie die Auflösung lautet. Und zwar folgendermaßen. Es ist der Durchfall! Ja, sehr schön. Vielen Dank. Damit 2-1 zu 0. Pause weiterhin 0 Punkte. Sonnenbrand 13%? Es ist, glaube ich, es ist eine sehr fäkallastige Folge heute, habe ich das Gefühl, oder? Ja. Es kommt häufiger vor. Vielleicht auch beim Pitch werden wir gleich sehen in Runde Nummer 4. Ja, da bin ich raus. So, wir können erstmal eine kleine Pause machen. Wir haben viel erlebt, wir haben hart argumentiert, harte Bandagen. Können es nochmal kurz strecken, bevor wir ins Finale gehen. Denn es gibt 2 Punkte für die Pitchfrage. Damit kann nochmal alles umentschieden werden. Selbst Lars kann noch aufholen. Und ja, wie läuft's bis jetzt?
Seid ihr gut drin? Seid ihr warm? Seid ihr mich ärgert es, ich habe mit nur 3 Prozentpunkten gerade nicht gewonnen. Ja, das war knapp, das wirklich sehr knapp. Auch die, voll knapp. Also ich habe das Gefühl, dass es hier wirklich ein Kampf auf Augenhöhe ist. Kann sich jederzeit umschlagen. Und seid ihr bereit für die letzte Frage? Das ist wirklich demoralisierend. Ich habe wirklich eine Antwort gehabt, es war Sonnenbrand. Da habe ich gedacht, ja, den hole ich. Alle anderen nicht. Und jetzt war ich letzter mit Abstand. Mit Abstand letzter. Na gut. Dafür darfst du bei der Pitchfrage auch direkt anfangen, denn ach, wir haben diese Pitchfrage tatsächlich das erste Mal gestern live on air bekommen. Und wie das aussah, das sehen wir jetzt. Beziehungsweise Fabian sagt uns, was passiert. Ich dachte, dass du jetzt wirklich eine Matze vorbereitet hast. Nee, wir haben gestern bei Mini Motorways, haben wir, glaube ich, dazu aufgerufen, denn wir brauchen nur eine Pitchfrage, wir haben nichts. Ja. Und dann hat der User oder die Userin, ich weiß nicht, Grumpy Moloko. Ja. Das sieht man häufig im Chat. Sieht man häufig, ist, glaube ich, auch Chat-Moderator, MVP, ehrlich gesagt. Vielen Dank an der Stelle für deine fantastische Arbeit. Hat folgende Frage eingereicht. Wir sehen sie jetzt eingeblendet. Pitche ein neues Klemmbausteck-Set mit maximal 1000 Teilen. Ja. Fand mir eine tolle Frage. Es kann natürlich in viele verschiedene Richtungen gehen, Klemmbaustein. Und ich bin natürlich sehr gespannt auf die Antwort von Lars. Egal, was man sich überlegt, die allermeisten Dinge wurden bereits umgesetzt. In der Lego-Welt oder in anderen Klemmbausteinen-Welten. Das heißt, hier muss man schon mit ein bisschen mehr Pfeffer an die Sache rangehen. Und das habe ich für euch mit dem Spiel Escape the Abyss. Ein Klemmbaustein-Set trifft auf ein Escape-Game. Liebe Leute, wir führen zusammen, was zusammengehört, nämlich Bausteinspaß und Escape Rooms, Escape Games. Das Ganze ist im Abyss, ihr habt es gehört, also im Tiefsee-Theme gehalten. Man startet mit einem großen Black Smoker. Das sind diese Unterwasser-Tiefsee-Vulkane, die dann quasi heißes Wasser ausströmen. Und um diese Vulkane herum gibt es ganz viele Lebewesen. Und die Geschichte dahinter, hinter dieser, dieser Welt, ist, dass du ein Tiefseetaucher bist im Tiefsee. Tauchanzug, der kurz auf einen Tauchgang gegangen ist, raus aus seinem U-Boot und das U-Boot verloren hat und nun muss er schnellstmöglich zurück zu seinem U-Boot, weil sonst geht's ihm nicht so gut. Sonnenbrand kriegt er nicht, das kann ich euch versprechen, aber er muss auf jeden Fall sein U-Boot wieder finden und dazu müssen dann einige Aufgaben gelöst werden. Es werden mitgeschickt einige, die man, wie man es aus einem Escape-Game kennt, Karten. Das heißt, du hast einmal das Lego-Set-Karten und du hast diverse Truhen, die verschlossen sind mit einem Zahlencode. In diesen Truhen sind wiederum Bausteine, die du brauchst, um diese Welt weiter aufzubauen und um dein Geheimnis zu lüften. Das Ganze spielt sehr viel mit Licht auch, weil wir uns in der Tiefsee befinden, gibt es zum Beispiel dann in einer Truhe, die geöffnet wird, eine kleine Unterwasserlampe, mit der man dann eine Geheimschrift sehen kann, wenn alles dunkel ist. Du musst das Licht ausmachen. So kennt man das ja teilweise auch aus den Escape Games. Und das Ganze in Klemmbaustein-Setting. Dann kommt eine kleine Krabbe noch mit dazu, die dann auch in einer Truhe ist. Und zum Schluss hast du die Möglichkeit, natürlich auch immer die Bausteine dann an die richtige Stelle, da musst du dann nämlich auch wieder die Lösung finden, an welche Stelle dieser Klemmbaustein rankommt und dann kommst du immer höher in diesen Vulkan auf diesem Black Smoker und schaffst es zum Schluss zu entkommen aus der Tiefsee. Was gibt's denn hier so dumm zu lachen? Unverschämt! Frech! Das Problem ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Null. Aber kannst du überhaupt, aber ja, lass uns dir ist schon klar, was Klemmbaustein-Sets sind, ne? So ein Lego-Set. Ja, ja. Hey, komm. Okay, gut. Also ich werde jetzt immer den Begriff Lego verwenden, aber wir wissen natürlich alle Klemmbausteine, es gibt viele verschiedene Marken und Lego steht zu Recht in der Kritik und all das werden wir auch noch nach der Sendung ausgiebig ausführen. Ich bin ganz pragmatisch an die Sache rangegangen. Lego versucht ja seit einiger Zeit vor allem ein erwachsenes Publikum zu erreichen. Wir haben diese ganzen verschiedenen Reihen gesehen mit den ganzen Bauwerken, verschiedene nostalgische Dinge mit dem Trabi-Bus, mit dem DeLorean und verschiedenen Autos, dem James-Bond-Auto und all diese Dinge. Das heißt, Lego versucht eigentlich diesen schmalen Grat zu bewandern. Einerseits zwischen Deko-Objekt, Ausstellungsobjekt stellt man sich gerne ins Regal, aber auch Spielzeug. Und dazwischen wandelt das Ganze so ein bisschen hin und her. Guter Punkt. Und genau
diese Gratwanderung hat schon mal jemand gelöst in der Geschichte der Menschheit. Und zwar ein gewisser französischer Schmuckbauer namens Monsieur Fabergé. Denn ich stelle euch vor das erste Lego Fabergé-Ei. Es gibt noch einige Designs davon, die überliefert sind. Fabergé-Eier, hier können wir zum Beispiel mal eins sehen. Das Interessante an diesen Fabergé-Eiern ist, dass sie nicht nur wunderschön anzusehen sind, sondern dass jedes Ei auch ein individuelles Gimmick noch dabei hat. Also viele davon kann man aufmachen, da ist dann noch eine kleine Figur drin. Hier sehen wir zum Beispiel ein Fabergé-Ei, das sich öffnen lässt und da ist ein ganzes Parlamentsgebäude noch drin. Also hier sehen wir, dieses Ei ist einerseits natürlich sehr komplex aufgebaut, diese verschiedenen ganz filigranen Muster, die wir hier sehen, die natürlich eine Baukomplexität erfordern und dann kann man das Ganze noch öffnen und dann, wie wir es auch schon gesehen haben bei Lego, diese sehr kleinen Maßstabgebäude, die dann vielleicht noch da drin sind. Oder hier sehen wir zum Beispiel ein anderes Exemplar mit einer Uhr. Das heißt, jeder hat so ein gewisses Gimmick. Oder es gibt auch gewisse Mechanismen, die in diesen Uhren eingebaut sind. Hier sehen wir zum Beispiel mal das, hier sehen wir nochmal diese Uhren, dieses Uhrenei. Also wir sehen schon hier fantastische Farbtöne. Wir sehen auch hier diese Muster oben drauf. Also da kann man vielleicht noch andere Farben von Lego-Steinen entwickeln oder bedruckte Lego-Steine, die eben diese ganz filigranen Goldmuster und Verzierungen haben. Und um diese technischen Mechanismen auch mal zu zeigen, hier sehen wir das Perlenei, das die Möglichkeit hat, dass man durch einen Rotationsmechanismus das ganze Ei aufklappen kann. Ich glaube, da haben wir einen kleinen Clip davon, von dem Perlenei, wo man mal sehen kann, also hier ist das Ganze nicht nur schön anzusehen, sondern man kann auch noch drehen und gucken und schauen, wie da diese kleinen Mechanismen da wunderbar eingebaut wurden in diese sehr filigrane Hülle. Also das geht auf, kann man schön unten drehen mit einem Mechanismus, da sind vielleicht Lego-Technik-Elemente mit drin oder eben auch mit dem normalen Technikset drin. Ein kleines letztes Beispiel, damit ihr seht, was hier für eine handwerkliche Meisterschaft auch nachgeahmt werden kann zu Hause am Schreibtisch. Hier sehen wir zum Beispiel einen Vogel, der aus einem Baum herauskommt mit einem Drehmechanismus, wo oben eben aus dem Ei das Ganze aufklappt und ein kleiner Vogel herausschaut. Hier sehen wir es nochmal, wenn man hier an der Seite dreht, wird ein Mechanismus ausgelöst und oben sehen wir diesen kleinen Vogel, wie er sich dreht und bewegt und der Kopf ist sogar beweglich. Also da kann man verschiedene Zielgruppen erreichen. Einmal sieht das natürlich wunderschön aus. Man kann natürlich zu jedem Fabergé-Ei auch noch eine Karte dazulegen oder ein kleines Präsentierpult, wo man sagt, wann wurde das gebaut, in welchem Museum ist das gerade, wer hat das bekommen. Viel ging an die russische Zarenfamilie. Und das ist natürlich auch das Tolle, denn viele Lego-Bauer wollen natürlich auch sammeln. Es ist natürlich eine ganze Reihe. 20 oder alle 40 oder die einfach mechanisch am interessantesten sind in dieser Reihe enthalten und am Ende kann man alle davon kaufen und sich nebeneinander stellen. Deswegen von mir das Lego-Set mit 1000 Teilen, das Lego Fabergé-Ei. Vielen lieben Dank, Florentin. Du hast eine gute Einleitung geliefert, dann aber leider den falschen, die falsche Abzweigung genommen, weil natürlich darauf kommt es an und ich tatsächlich rede tatsächlich von einem Lego-Set, also meine Marke wird Lego sein. Wir alle wissen, diese Marke steht in der Kritik, denen laufen die Leute davon, sie müssen wieder die Zielgruppen erreichen, die sie ursprünglich erreicht haben und aber natürlich müssen sie gleichzeitig auch neue Zielgruppen erreichen. Womit schaffen sie das? Indem sie Sets erschaffen, die alten Menschen, die früher mit Lego gespielt haben, erreichen und die vielleicht auch die Kinder dieser Leute erreichen. Wie machen sie das? Indem sie, und das hast du sehr gut kombiniert, Spielspaß mit Ausstellungsobjekt kombinieren. Das heißt, das perfekte neue Lego-Set, was wir brauchen, ist ein Set, was also zum einen als Ausstellungsobjekt gut dient und was natürlich auch Bock macht, dann wenn die kleinen Kids damit rumspielen. Jetzt ist die Frage, und du bist da einen sehr eigenwilligen Weg gegangen, was ein gutes Ausstellungsobjekt ist. Mein Weg an der Stelle wäre, zu sagen, ein gutes Ausstellungsobjekt ist ein Sammelobjekt, ist ein, und ihr wisst, was kommt, ein gutes Franchise, was es noch nicht gibt von Lego. Und wir haben extra gesagt, kein Franchise. Und das es ist ein Lego-Set und ich habe recherchiert, es ist nicht einfach, ein Franchise zu finden, was es noch nicht gibt unter irgendeiner Marke. Ja, also ich habe recherchiert, das gibt es nicht. Und das ist E.T. Ja, was ich rausbringen möchte, ist E.T., das BMX-Rad von E.T. als
Lego-Set, weil das erreicht natürlich die ganzen Etienne Gardets, die ganzen Nils Bohmhoffs, die ganzen Andy Bardets, all diese Leute da draußen wollen E.T., das BMX-Rad von E.T. haben, mit E.T. vorne und Elliot und Michael da hinten dran. Das wollen sie haben, wollen sie sehen, wollen sie sich in die Vitrine stellen. Ist eine schöne Erinnerung. Daniel Schröckert will das haben. Ist eine schöne Erinnerung. Ja, es ist ein schön, man braucht, es sind schöne Teile dabei. Es ist schön, gleichzeitig möchten aber die Kinder da auch mitspielen. Die möchten das auch spielen. Die möchten, das ist ein kleines BMX-Rad. Ja, wenn dann quasi mit den Kindern E.T. geguckt werden kann, dann kann die Story nachgespielt werden. Ist Spielspaß dabei. Da kann der auch abhauen vor den Leuten, die E.T. fangen wollen. Und es ist perfekte Symbiose aus Spielspaß und Ausstellungsobjekt, was funktioniert als Erinnerungskultur, ja, weil wir sehen die ganzen DeLoreans, Ghostbusters-Sets, das Stranger Things, das passt natürlich nicht ganz rein, weil es neuer ist, aber diese ganzen Sachen, da haben die Leute richtig, sind die richtig heiß auf diese ganzen Kultobjekte. Und da zieht E.T. mit rein und das gibt's noch nicht, deswegen das BMX-Rad von E.T. Gut, drei Antworten, drei unterschiedliche Richtungen. Ja, ich möchte, wenn ich darf, anfangen mit dem mit der Fabergé-Idee. Zunächst mal möchte ich sagen, zu Fabergé sage ich nee. Ich finde, das ist fast schon verschämt, was du hier gemacht hast, mit deinen Bildern, die du mitgebracht hast. Ich finde im Endeffekt, ja, das kann man mal machen, aber im Endeffekt ist es hier ein Argumentationsformat und wir sollten eine, gerade wenn du eine Welt pitcht, argumentativ ist es natürlich sehr schwierig zu überlegen, wie pitcht man das? Du hast einfach bestehende Sachen genommen, hast gesagt, das da in Lego, das in Lego bitte. Also das fand ich ziemlich frech und da muss man sagen, das ist einfach die Recherchearbeit wurde nicht gemacht. Ich hatte vor der Sendung gesagt, ich finde diese Pitch-Idee nicht so geil, weil ich habe alles eingegeben, es gibt schon alles, natürlich gibt es auch schon die Fabergé-Eier von Lego. Lego. Nicht offiziell. Es gibt nicht Flemmbau-Steinsets. Ja, aber von einem anderen Hersteller? Von einem anderen Hersteller, du kannst es natürlich jetzt von Lego sagen. Ich habe dazu Videos gefunden, sah ganz toll aus und waren auf jeden Fall eine gute Idee, die es aber leider schon gab. Genauso wie E.T. Nee, das gibt's nicht. E.T.-Lego. Nicht mit dem Fahrrad. Aber du musst unterscheiden, ob das jetzt irgendwelche Fan-Projekte sind, die das selbstständig bauen oder ob das erhältliche Sets sind. Natürlich gibt es alles schon mal irgendwo gebaut. Gibt ja auch Godzilla, also kannst ja nichts machen. Fans können bauen, was sie wollen. Es geht darum, ist es ein offizielles Set und das sind unsere beiden Ideen schlicht nicht. Das weiß ich nicht. Das E.T. habe ich gesehen, gibt's Lego Dimensions, steht da, du kannst E.T. kaufen, wahrscheinlich ist es nur eine Figur, meine Güte, aber dann ist es halt Es gibt aber nicht das BMX-Rad mit E.T. vorne. Was ich damit ja sagen will. Und das ist ja der Spielwert. Was ich damit sagen will, ist ja nicht, dass eure Antworten ungültig sind, sondern einfach nicht gut. Weil die, wenn ihr sagt, pitche eine neue Idee und ich sehe dazu 25 Fan-Produktionen schon wie Fabergé-Eier gemacht wurden, dann ist es einfach keine gute neue Idee, wenn es da schon Videos dazu gibt und wenn es von E.T. eben auch schon meinetwegen Lego Dimensions, ich kenne die Unterschiede nicht, werdet ihr mir verzeihen. Wenn es das auch schon gibt, dann ist es meiner Meinung nach auch keine gute Idee zu sagen, in einer anderen Szene ist er auf dem Fahrrad und dann ist es ein schönes Set. Es gibt so ziemlich alles einfach schon als Lego. Genau. Lego gibt es einfach schon seit 100 Jahren mit einer riesigen Fanbase, alles wurde schon in Lego gebaut. Die Frage ist, welches dieser Projekte nimmst du dir raus und sagst, das ist ein besonders gutes Projekt. Und ich finde Fabergé Ei passt einfach perfekt, weil es genau auch diese gewisse gehobene Zielgruppe anspricht. Eben wie du mit einem Porsche, mit dem Lamborghini, mit dem Empire State Building, mit den verschiedenen Museen, die du hast, wo man auch wirklich an ein architektonisch interessiertes Publikum gehen kann, wo du auch diese Kunstinteressierten findest. Und es ist einfach aufregend zu bauen. Dieses BMX-Ding mit diesem klobigen Kopf, so ein Fabergé-Ding. Du hast einmal natürlich die Technikgefricke, Leute, die diese feinmechanischen Sachen wollen. Wie funktioniert das? Wie dreht sich der Vogelkopf? Diese kleinen Gimmicks, wie sind die eingebaut? Dass man unten dreht und das ganze Ei verschiebt sich und geht nochmal auf. Die hast du mit drin, aber natürlich auch die, die einfach meditativ diese ganzen Muster bauen wollen. Ja, du hast diese Ranken von den Weinreben in Gold und du hast verschiedene Sachen, die du einfach aufbaust, wie den Taj Mahal oder sowas, wo du wirklich meditativ das alles einbauen kannst und du hast am Ende ein wunderschönes Stück, das du eben dir ins Regal stellen kannst, das viele Leute auch kennen. Du kommst Besucher nach Hause und du sagst nicht, ah, der nächste Nerd, der irgendwie dann so eine E.T.-Figur hat, sondern wow, das Fabergé-Ei irgendwie schön, das ist einfach anspruchsvoll. Ja, das ist interessant, das ist nett, das ist eine nette Idee und es kann eben noch ein kleines Gimmick machen, wo eben einfach jeder begeistert ist und sagt, wow, da geht noch eine Klappe auf, da geht noch was seitlich raus, ist einfach immer cool, macht Spaß. Ja, so, gebe ich dir völlig recht, es ist tatsächlich technisch interessant.
Das Problem an deinen Fabergé-Eiern ist, dass sie wahnsinnig hässlich sind und du argumentierst. Hässlich? Nein, du argumentierst die ganze Zeit mit, ja, das stellen die sich gerne ins Regal, wie zum Beispiel das Empire State Building, wie so ein Porsche und so weiter. Du willst doch nicht ernsthaft ein Fabergé-Ei, ja, das hässlich wie die Nacht, das ist irgendwie so. Wie so, so ist das denn? Das ist der absolute Höhepunkt. Nein, das der, ist der Schmuckschmiedekunst. Das sieht aus wie so ein Teller. Also jetzt wird's lächerlich. Nein, das ist ja Empire State Building, ja, das ist einfach, das ist architektonisch interessant, ja, da stellt man sich gerne rein. Das ist jetzt deine Meinung, Porsche, du findest es hässlich. Auto, aber das ist ja nicht, das ist, kann, ja, du kannst gerne in deiner Banausigkeit kannst nein, sagen, es geht hässlich. Argumentiere doch nicht mit meiner Banausigkeit. Nein, aber du kannst nicht einfach sagen, es ist hässlich. Die Leute da draußen haben unterschiedliche Geschmäcker, die werden schon wissen, ob sie es schön finden. Ja, du musst aber auch mal an die Zielgruppe da draußen denken und niemand in unserem Alter stellt sich ein Fabergé-Ei in ein Zuhause rein. Entschuldigung, wer am Tisch hat Oceans? Wie heißt es? Fabergé. Entschuldigung, wer am Tisch hat Oceans 12 gesehen? Wo der gesamte Plot darauf basiert, dass das unglaublich coole Oceans 11 Team ein Fabergé-Ei aus einem Museum klauen soll. Es ist popkulturell bekannt, jeder kennt das, selbst der sich vielleicht mit Kunstgeschichte oder der Geschichte des russischen Zarenhauses nicht so gut auskennt, kennt diese Eier. Es klingt gut, Fabergé-Ei. Du hast eben noch diese Nebenbei-Sachen. Du hast, in einem ist zum Beispiel ein Zug, in einem ist diese Kutsche drin, wie man es auch bei Oceans 12 gesehen hat. Das heißt, es ist abwechslungsreich, du hast immer eine kleine Geschichte, eine Erzählung und es ist, wie gesagt, vom Bau her anspruchsvoll. Die sind alle hohl. Das heißt, du hast wirklich was zu bauen. Es ist auch, wie das zusammenhält und zusammenpasst. Du kannst es so ein bisschen nacherleben, wie dieser legendäre Schmuckbauer das eben zusammengefriert. Aber genau dein Stichwort mit filigran ist ein gutes Gegenargument für, hier auf deinen Fotos sah das alles gut aus. Aber Lego ist wirklich filigran? Diese Klemmbrettdinger da, stell dir es mal wirklich vor, wie das dann aussieht. Das sieht dann nicht mehr filigran aus. Und es sieht dann auch nicht aus im Sinne von, da kommt irgendjemand, der kein Nerd ist, rein ins Zimmer und sagt, ach, das ist ja, aber schön. Nee, aber das ist das sind globige, pixelige, hässliche Lego-Dinger. Und du verkaufst es hier als Fabergé-Ei. Verkaufst es an die Leute da auch noch mit deinen billigen Fotos, die du da mitgebracht hast. Weil das sieht natürlich cool aus. Ihr guckt da hin und sagt, oh ja, das will ich auch, so einen kleinen Vogel da. Das wird aber komplett scheiße aussehen, weil es Lego ist. Ich gebe dir recht, du kannst damit nicht spielen. Das geht nicht. Du kannst jetzt nicht den Kinder damit spielen lassen, mit dem Zug da hin und her. Da aber eine grade, komplette Zielgruppe raus! Gerade die Zerbrechlichkeit ist doch das Besondere. Gerade das feinmechanische Filigrane ist doch das, was ein Ei ausmacht. Das ist doch die Natur des Eis, dass es zerbrechlich ist, dass es was Besonderes ist, dass es zart ist. Und das eben auch wirklich aufzubauen, als kleine Herausforderung, als bauliche Herausforderung. Ach so, es gibt so mini-kleine Lego, so millimetergroße Lego-Bausteine. Ja, ja. Millimetergroß nicht, aber natürlich, du kannst so es mit Scharnieren zusammenhalten. Nochmal. Es gibt einfach solche Sets auch schon. Okay. Wie einfach einen hohlen Hüllkörper ist überhaupt kein Problem. Nochmal, also ich finde deine Idee an sich nicht schlecht. Danke. Fair enough, aber deine Zielgruppe ist so spitz. Lego hat aktive Probleme. Sie haben schlechte Publicity und die brauchen neue Kunden. Aber gerade diese Prestige-Dinger funktionieren ja, doch gerade. Diese Architecture-Serie. Aber die Leute, weißt du, was die Leute sammeln wollen? Die Leute wollen Franchises sammeln. Die wollen Sachen von Star Wars haben. Die wollen Sachen von Harry Potter haben. Die wollen all diese Dinge. Die wollen all diese Sets beisammen haben. Aber niemand will Fabergé-Eier haben. Die heißt aber nicht Fabergé. Aber ich bitte dich jetzt, E.T. Also das ist natürlich auch, nein, jetzt auf E.T. zu gehen. E.T. hat auch seinen Zenit überschritten. Viele Leute, ja, es gibt natürlich Space, die Nostalgiker. Jeff Bezos ist gerade ins All geflogen. Aber also, sorry, E.T. ist aktueller denn je. Also darauf gehe ich überhaupt nicht. Habt ihr Lust auf eine Runde Escape Room? Oder? Wir haben noch ja, gar nicht geredet. Das Problem ist, dass wir deins nicht verstehen. Lass uns mal kurz zu dir gehen. Du sagst, es ist ein Escape Room. Das heißt, Ich baue das selber auf und habe dann aber noch Rätsel, das ich damit lösen muss. Du hast einen Logikfehler leider. Wieso? Weil du baust, ein Lego-Set baust du zusammen. Das heißt, du kennst alle Bestandteile. Das heißt, du kennst die Lösung des Escape Games, wenn du es spielen willst. Nein, die Lösung ist ja nicht das aufzubauen zum Schluss, sondern die Lösung. Nein, aber du weißt ja dann, welchen Code eingestellt werden muss, damit man die Truhe aufmacht. Wieso? Ja, weil du es zusammenbaust. Ja, aber du weißt ja anfangs noch nicht, wie es zusammenzubauen ist. Sorry, dass es eine innovative Idee ist und sie es so noch die nicht gab. Nicht verstehen könnt. Sorry, dass ihr mal kurz denkt, wie, ich gehe dann jetzt nicht nach der Anleitung und die sehe ich dann? Nee, da gibt es eben keine Anleitung. Erklär, sondern dann machen wir mal ein Beispiel. Aufgaben. Mit einem konkreten Rätsel, wie das genau aussieht. Das kann ich sehr gerne machen. Erstens muss ich das nicht machen, weil ihr könnt jetzt nicht von mir erwarten, dass ich die schwierige Mechanik eines Escape Games jetzt innerhalb von einer Stunde entwickelt habe. Nein, aber du hast ja aber jetzt schon zum Beispiel gesprochen. Du hast am Anfang zum Beispiel kriegst du diese Lampe. So. Und dann steht auf der Karte die Lampe, was ist denn hier los? Jetzt geh mal nach vorne, wo kommt das Ruß raus? Keine Ahnung. So.
Und dann hast du diese Lampe, du weißt, sie funktioniert und du hast dir, die Anleitung gab es natürlich, diesen Smoker musst du dir erst zusammenbauen, hast du diesen Smoke, also das sind diese Vulkane, diese Unterwasserdinger, die baust du dir erst zusammen, Smoker. Dann kriegst du deine erste Aufgabe und da steht, kriegst du eben diese Lampe mit und dann kommst du irgendwann auf die Idee, alles klar, ich mach mal Rollos runter, ich mach mal das Licht aus und geh mit dieser Lampe dahin, auf der Aufgabe steht zum Beispiel da, wo es am heißesten ist oder sowas, du lernst natürlich naturwissenschaftlich, ist einiges auch dazu über die Tiefsee und dann leuchtest du dahin und dann siehst du tatsächlich, alles klar, in Geheimschrift steht da 3344 und dann gibst du 3344 in den kleinen süßen Lego-Truhen ein und dann kommt aus dieser Lego-Truhe eben das nächste, ne, Krabbe oder so. Und dann hat die wieder eine Aufgabe mit dabei, du ziehst die nächste Karte. Okay, ja, das ganz mag nett sein, aber als Lego-Set ist das ja völlig uninteressant. Ja. Eine Truhe zusammenbauen oder eine Taschenlampe oder du hast von Karten gesprochen. Es geht immer weiter. Also das sind ja alle Dinge, die Truhen, über Lego-Steine hinausgehen. Nein, in den Truhen sind teilweise auch Lego-Steine und eine Anleitung dazu. Das Problem dann hast du da eine kleine... Problem, aber die hast doch du davor reingetan, ja, wenn du das als aufgebaut hast. Nein, die kommen mit. Also ja, aber dann baust du ja nichts auf, wenn die schon vorgefertigt gebaut sind. Du baust erstmal den Smoker auf. Es gibt ein paar Sachen, die sind schon aufgebaut, wie zum Beispiel eine Truhe. Sorry, dass die schon aufgebaut ist. Ja, aber, das aber in der Truhe. Ich will doch selber das aufbauen. Du kriegst doch auch Figuren bei Lego, die du nicht aufbaust. Ich habe übrigens mal ein Bild von einem Unterwasser-Smoker gefunden. Also, das baut man dann aus Lego nach. Also, das ey, such ein schönes. Mann! Du hättest jetzt auch einen schönen Vulkan suchen können. Da gibt's richtig schön. Such jetzt mal. Such einen richtig schönen Black Smoker. Nein. So, pass auf. Lars, weißt du, was das Problem ist? Du hast einen kompletten Dealbreaker und es ist. Du kannst mit diesem Set... Das ist Innovation. Nein, das ist nicht Innovation. Du kannst dieses Set halt zusammenbauen und das ist kein richtiges Zusammenbauen. Da gilt es auch nochmal drüber zu reden. Und dann kannst du damit gar nichts mehr machen. Das ist ja dann nicht schön. Das ist ja nicht, das stellst du nirgendwo hin. Dann kannst du es wegschmeißen, nachdem du das halt benutzt. Wieso ist das dann nicht schön und E.T. ist schön? Das ist eine Unterwasserwelt, die du danach aufbaust. In der einen Truhe ist eine Krabbe, die du dann so quasi das Bausteine für eine Krabbe wiederum eine Einladung. Du kannst dich doch nicht selber überraschen, Lars, Mann. Genau. Du hast einfach einen Denkfehler drin. Nein, du verstehst es nicht. Du kriegst in diesem Lego-Set, kriegst du einmal, du machst dieses Lego-Set auf. Dann sind da ein Stapel Karten mit den Aufgaben. Aus dann Lego? Sind da vier Truhen, fünf Truhen meinetwegen, da weißt du noch nicht, was drin ist. Die sind verschlossen. Und du hast schon mal das erste Set für den Vulkan. Den baust du dann schon mal auf. Und dann gehst du weiter. Weißt du, das machst du alleine einfach? Ja. Also ich finde, die Idee ist ja gar nicht so furchtbar. Dann spielst du alleine Lego? Was ist das denn für eine absurde Scheiße? Wir haben jetzt zum Beispiel noch einen etwas schöneren Smoker gefunden. Muss man fairer halber auch sagen, also das baust du aus Lego. Es gibt kein... Was soll das sein? Ja, zeig mal hier, Black Smoker. Was soll hier schön sein? Welcher? Nee, guck mal da zum Beispiel. Welcher? Der blaue? Der zum Beispiel. Der hier. Den hier. Das hier. Der. Das machst du auf jetzt. So, das sind so. Und das baue ich aus Lego? Ja. Oh, Mann. Weißt du, was das Problem ist? Immer die gleiche Scheiße. Du kannst es natürlich auch bunter machen. Jetzt zeig's. Regie, zeigt es. So. Das kannst du natürlich bunter machen. Weißt du, was das Problem bei dir auch ist? Ich verstehe es nicht. Das ist doch nur der Anfang. Ich verstehe es immer noch nicht. Weißt du, was das Problem ist? Seid ihr blöd? Nein, das Ding ist so, du bringst eine Komponente rein, die ich als Lego-Konsument eigentlich gar nicht haben will. Weil das geile... Innovation. Nein, stopp. Ihr habt einfach ein Problem damit, dass das was Neues ist. Bleib mal kurz bei mir. Die Idee von Lego bauen und was auch den Reiz für mich als Erwachsener immer noch ausmacht, ist das meditative Zusammenbauen. Du hast eine Anleitung, du baust etwas zusammen, du musst nicht so viel denken, du kannst abschalten, es ist wie meditieren. Und du fängst auf einmal an, da eine Task draus zu machen, ein Rätsel, das strengt mich an. Auf einmal was anderes, was man so nicht kannte die Jahre. Oh, ja, nein, aber das will ich nicht von Lego. Das ist nicht das, was ich von einem Lego-Set erwarte. Ich erwarte daraus ein schönes... Ich mache mir einen schönen Podcast an, ich mache mir oder leg mir eine schöne Platte auf und baue dann ganz in Ruhe das Set zusammen. Es ist halt ein anderes Spiel. Du und kannst das ist, auch nicht ja, sagen, aber das ist, hey, Mensch, das ist nicht das, was nicht. Ich von einem Lego-Set erwarte. Mensch, ärgere dich nicht, ist so chillig. Und dann kommt dann jetzt ein neues Spiel mit so viel mehr Regeln und das raff ich alles nicht. Nein, das ist total, aber es ist halt was anderes. Ich bin natürlich bei Fabian. Du hast die Zielgruppe von Lego, du weißt, was du willst. Du willst was Entspanntes aufbauen, du willst was du dir danach ins Regal stellen kannst. Aber du willst eben auch diese Kniffligkeit, diese gewisse technische Raffinesse. Du willst irgendwo draufdrücken, oh, du kannst es oben drehen und hin und her fahren. Das ist einfach nett. Und wie gesagt, Fabergé-Eier bilden beide Bedürfnisse perfekt ab. Du hast eine Sammlerreihe, du kannst
verschiedene Dinge rausbringen, historisch interessant, in welchen Museen stehen die, kannst du alles wunderbar zusammen anbieten, glaube ich, wird ein Renner. Franchise hingegen, alle die Leute lieben E.T., das gibt's noch nicht, das brauchen wir noch, das ist auf dem Markt noch nicht verfügbar, das kann man sich schön reinstellen, das kann der Sohn oder die Tochter auch mitspielen, das ist gar kein Problem, das ist ein schönes BMX-Rad, wo kann man die Geschichte nachspielen, es ist absolut offizielles Lego-Set. Ja, das ist aber noch nicht das BMX-Rad, das ist eine Figur, ey. Ja, gut. So, und deswegen... also ist dein Pitch E.T., es gibt zwar schon E.T., aber ich meine die Szene, wo er im Fahrrad ist. Ja, bei Lego geht es um Szenen, da geht es um Geschichten, die man erzählt. Und mit einem ganzen Set, wo man ein BMX-Rad hat, wo man E.T. hat, wo man Elliot hat, wo man Michael hat, da erzählt man eine ganze Geschichte, die man nachspielen kann, die aber auch als Szene im Regal funktioniert. Gar kein Problem. Ja, hier sehen wir es nochmal. Das ist nicht... Es gibt eine Figur von E.T. auf jeden Fall schon mit Telefon, für das Computerspiel. Aber kein BMX-Rad. So, damit haben wir alle Antworten. Das ist eine Figur. Ich glaube, wir haben mittlerweile genug Lego-Mitarbeiter im Chat, die sich hier alles mitschreiben. Und als kleiner Fun-Fact nebenbei, wir haben natürlich unseren großen Helden Held der Steine an Land gezogen. Der wird in der kommenden Woche, ich glaube, das dürfen wir verraten. Ist noch nicht konfirmiert. Dessen Meinung liegt uns natürlich auch sehr am Herzen. Wir würden uns sehr freuen, wenn dazu ein Kommentar von ihm kommen würde. Und ab jetzt kommt euer Kommentar mit ins Spiel. Ihr dürft entscheiden, wer hier den besten Pitch für Lego-Fans abgegeben hat. Ich weiß, wie ernst dir das ist, Fabian, weil du magst Lego und du hast da hart dran gearbeitet. Umso enttäuschter bin ich. Du hast eigentlich davon gesprochen, dass du das noch bauen willst für heute. Du hast gesagt, du baust die Nacht durch, nichts ist hier angekommen. stattdessen könnt, so den Chat zu manipulieren. Könnt ihr abstimmen mit AMF und Ausrufezeichen Game für das Escape-Game. Escape the Abyss. Ganz kurz. Eine letzte Sache, bevor ihr abstimmt. Ich geht ganz tief in euch. Glaubt ja nicht, dass dieses Escape Game ohne Aufkleber auskommt. Glaubt es ja nicht. Glaubt es nicht. Also wir haben einmal Escape the Abyss, dann Fabergé Ei mit AMF Ei und E.T. Fahrrad mit AMF E.T. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass eines dieser drei Sets tatsächlich irgendwann in der Produktpalette auftaucht. Und ganz kurz noch als Stimmen aus der Twitter-Sphäre haben wir einmal eine Nachricht von Miri bekommen, die reagiert auf, wer in unserem Alter stellt sich sowas denn ins Regal? Und sie hat ein Bild gepostet, können wir hier zeigen, von ihrem ganz persönlichen Fabergé-Ei, dass sie sich ins Regal gestellt hat. Miri, das Bedürfnis ist da. Ich liebe Miri, aber Miri repräsentiert nicht die Allgemeinheit. Sorry. Ach, das würde ich schon sagen. Was soll das heißen? Das würde ich schon sagen. Ja, es geht ja um Marktreife. Wo haben wir einen Absatzmarkt? Aber mit nur Miri können wir kein Lego-Set auf den Markt bringen. Wir haben noch ein paar andere Ideen bekommen zum Thema Lego-Sets. Gestoßener C zum Beispiel schreibt ein Lego-Bilderrahmen. Der lässt sich auch schön in der Größe anpassen, hier als Idee. Oder das alles mögliche Files-Studio mit auswechselbaren Kandidaten als Klemmbaustein-Set. Finde ich auch nicht schlecht. Schön. Ein Rocket Beans TV-Studio. Oder eben Klemmbaustein-Set der Heinrichstraße von Rocket Beans TV mit der Technik und all den Mitarbeitern. Das Einbauen und Verschalten der Beleuchtung gibt noch einen Technik-Pluspunkt. Die weiteren Gebäude sind dann Sets zum Hinzukaufen. Hattet ihr einen Plan B? Ich wollte nur sagen, es war mal wieder nicht die feine Art von Florentin, da jetzt das Fabergé-Ei von Miriam noch zu zeigen. In der Abstimmungsphase möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, du kannst ja gerne auch noch mal Fabergé-Lego googeln, damit man sieht, wie oft das schon diskutiert wurde in der Szene. Aber ich hatte keinen Plan B, nee. Nee, weil ich hatte einen Plan ich B. Ich hatte nie mal einen Plan A. Mein Plan B war ein Meme. Als Lego-Set. Oh, dann den Pinguin oder was? Der ja, Socially Awkward Pinguin, gibt's den noch? Oder bin ich in der Meme-Sphäre von 2012 hängen geblieben? Ja, aber das ist, glaube ich, ein Markt, den Lego noch nicht durchstiegen hat. Memes als Lego-Sets. Also, hier stellt jemand Top 10 MOCs vor. MOCs, Fabian, kannst du mal erklären, was das ist? My Own Creations. Genau, My Own Creations, also Fans bauen selber Sets. Und hier sehen wir zum Beispiel die Fabergé-Eier. Hier sehen wir die Fabergé-Eier. Tatsächlich sehr schön umgesetzt, kann man natürlich kreativ umsetzen. Aber wie gesagt, es sind Eigenkreationen, auch mit den kleinen Überraschungen oben drin. Ich finde, das lässt sich alles super gut umsetzen. Sei froh, dass wir das nicht gezeigt haben, weil das sieht echt cool aus. Mit den kleinen Ideen mittendrin, vor allem, das ist alles möglich. Und das sind ja nicht mal 1000 Steine, also da ist noch viel mehr möglich. Aber hier als Fanset, wie gesagt, gibt es natürlich viele mögliche Modelle. Aber mach mal E.T. gerne My Own Creation. Oh Gott, E.T., M.O.C., ich weiß nicht, was ich jetzt hier kriege. Lego vielleicht noch? It Mock. Da wirst du nicht viel finden, wa? AT-AT haben wir nur hier. Nee. Ach ja, witzig. Aber ja, Lars, du bist ja großer Lego-Fan, du hast diese Frage ja besonders genossen.
Ja, es war natürlich ein bisschen fies. Also ihr wusstet ja, dass es nicht mehr... Ich musste literally heute erstmal Lego googeln. Ein YouTube-Video mir anschauen, wie so eine Welt überhaupt aussieht. Lego. Sind das jetzt Figuren? Also ich habe einfach, seitdem ich 5 war, kein Lego mehr angefasst. Doch, außer in Sendungen hier. Aber ist halt so. Sorry, habe ich nicht gemacht. Ich habe Playmobil gespielt und ich bin auch stolz darauf. Ich weiß, dass in der Community, wir haben bei Chat-Duell schon Umfragen gemacht, sind vielleicht 10-20% höchstens Playmobil, aber ich bin dabei. Ich gehöre dazu. Und dann sind die gestern hier gekommen mit verliebten Augen. Ach Lars, wir haben wirklich die perfekte Idee, aber wahrscheinlich wird es dir nicht gefallen, es ist Lego. Da habe ich natürlich keinen Bock drauf gehabt, aber ich bin ein guter Freund und die haben sich wirklich so gefreut. Und da habe ich mir gedacht, nee, dann zücke ich einfach mal die Karte mit der besten Argumentation. Also nur, um das mal zu zeigen, es gibt hier ein kleines Diorama als MOC mit E.T. Ich weiß nicht, was da in dem Korb ist tatsächlich. Vielleicht können wir es mal kurz zeigen. Hier sehen wir aber, nur ganz kurz, um mal die Bandbreite der Lego-Fans zu zeigen, es gibt auch schon einen Black Smoker als Lego. Also würde man vielleicht nicht direkt erkennen, aber ungefähr so sähe dann der Escape Room Lars aus. Als Smoker. Ich möchte kurz zu diesem Lego-Ding natürlich sagen, das Mindset, da ging es natürlich um ein echtes Rad, was man auch aufbauen muss und nicht irgendwie dieses Standard-Lego-Rad, sondern ja. Da kann man dann auch mit. Absolut, ich habe jetzt nur mal geguckt. Vielen Dank. Ist ja wirklich auch nur meine Kritik. Wir wollen ja nicht mehr weiterkommen, die sind doch sowieso schon durch. Das war ja eher meine Kritik. Natürlich gibt es auch schon ein Tiefsee-Lego-Set und so weiter. Deswegen habe ich mir gesagt, nicht das Setting ist das Wichtige, sondern die Idee dahinter. Ja, das ist, gibt's oft diese Antworten, die nochmal komplett out of the box gehen, aber es ist immer ein Risiko. Selten gewinnt man dadurch. Wichtig ist aber nicht, was wir drüber denken, sondern was ihr über unsere Antworten und unsere Argumentation dazu denkt und wer diese 2 Punkte und damit auch vielleicht den Sieg dieser Folge heute mit sich trägt. Das sehen wir jetzt in der finalen Abstimmung zum Thema Pitcher, ein Lego-Set. Und es ist... Was? Ja, na klar. Ach komm, Leute. Mit dem Smoker. Hä? Das ist ein Trotzvote, oder? Das ist, das ist doch kein Trotzvote. Ihr habt das einfach nicht verstanden. Bis jetzt nicht. Danke euch. Ein Set mit Karten und Boxen, die man nicht selber baut, aus Plastik, wo irgendwelche... Danke. Ach komm, Leute, das ist jetzt ein Witz. Ey, der Held der Steine wird schon noch seinen Kommentar dazu abgeben. Und der wird sicherlich auch sagen, dass es nicht die allerdümmste Idee ist. Ach Mann, ey. Ach Leute, nee. Also wirklich, also wir spielen mit dem Feuer hier, mit der Community voten zu lassen, aber das ist echt ein Witz. Wir hatten schon ein paar kritische Sachen. Findest du es wirklich so albern, oder was? 52%. Jetzt mal ernsthaft, findest du es wirklich so ein schlechter Pitch, oder was? Für ein Brettspiel, wo du einfach behauptest, ja, die Teile baue ich halt aus Lego zusammen. Hä? Ne, es ist ja okay, komplette ist ja wunderbar. Lego-Experience ist natürlich eine Playmobil-Box, was man belohnt werden kann, was gut funktionieren kann. Deswegen, gute Entscheidung getroffen hier. Herzlichen Glückwunsch zu diesen 2 Punkten. Lars Eckhausen, nicht schlecht. 2-2-1. Damit hat diese Folge kein Gewinner, aber ein Verlierer. Mit einem Punkt. Während Lars und ich uns diese goldene Trophäe hier teilen. Dieser Startstein mit ich will den Weltraum schicken. Alter, Lars und Lorenzi, das ist so klar. Ey. Unabgesprochen haben wir genau den gleichen Gag so uns eingeholt. Wir beide. Ne? Weil wir beide. Ja, komm. Ich glaube, wir konnten alle Freunde bleiben nach dieser Runde. Mit der Community habe ich noch ein paar Wörtchen zu reden gleich nach der Sendung. Bitte einmal kurz auf den Parkplatz runter, dann klären wir das unter uns. Also, die können ja in die Kommentare nochmal ein bisschen Pro- und Kontra-Argumente für die jeweiligen Argumentationen heute reinschreiben und ein Like da lassen. Das wäre auch schön. Ja, gerne auch, was ihr als Antworten gegeben hättet. Ansonsten vielen Dank. Falls ihr weitere Fragen habt oder auch Pitch-Fragen, die ihr beantwortet haben möchtet, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Wir lesen alles mit. Vielen Dank für alle, die mitgetwittert haben. Hashtag AMF. Und ansonsten haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles Mögliche, Fans.